Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Televeltreise, einem Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme, über Filmländer und über Genres außerhalb Amerikas und dem Hollywood-Giganten sprechen. Heute begeben wir uns mal wieder in ein Land, das wir schon mehrfach besprochen haben. Und zwar geht's heute zurück nach Japan, denn heute begegnen wir einem Genre oder einer Art des Filmemachens, die wir bisher noch außen vor gelassen haben, und zwar Anime. Und da haben wir uns dann auch entschieden, Anime auch nochmal in zwei Parts zu teilen. So geht es heute dann um allgemein Anime-Filme, keine Serien, von A bis Z. Und dann in die Folge darauf werden wir uns dann mit Anime über Studio Ghibli und Hayao Miyazaki beschäftigen, einfach weil das eigentlich eine eigene Folge nochmal verdient hat. Genau, ich bin selbstverständlich auch nicht alleine und heute ist ein kleines Special, da wir nicht zu dritt sind, sondern tatsächlich zu viert. Und da habe ich dann einmal die Luisa dabei. Hallihallo. Dann den Patrick. Hi. Und den Dom. Moinsen. Genau, und ich würde sagen, wir besprechen jeder zwei Filme. Wir machen das heute chronologisch, also dass wir von Erscheinungsjahr zum frühesten bis zum neuesten Film gehen. Und jeder hat zwei Filme mitgenommen. Dementsprechend bekommt ihr heute 8 Filme, die wir genauer besprechen. Natürlich werden wir hier und dort nochmal den einen oder anderen Film erwähnen. Und ich glaube auch, dass wir eigentlich eine sehr schöne, bunte Mischung haben. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Und da mache ich den Vortritt heute mal. Und zwar habe ich einen Film aus dem Jahre 1973 rausgesucht, was natürlich dann nochmal ein bisschen älter ist, was Anime angeht. Und zwar geht es hier um Belladonna of Sadness. Und zwar der Film ist von Aichi Yamamoto und basiert lose auf einem Traktat. Ich weiß leider nicht genau, was das bedeutet. Ist das so eine Art Gedicht oder? Man kann ja nebenbei googeln. Genau, auf jeden Fall. Bevor ich jetzt was Falsches sage. Es ist eine Abhandlung. Hm. Ah, genau. Es basiert lose auf La Sorcière von Jules Michelet. In diesem Traktat geht es halt um Hexen und diesen ganzen Hexenglauben. Und so geht es in dem Film dann in diese Richtung. Und zwar spielt der Film im Mittelalter und man beobachtet das Bauernpaar Jeanne und Jeanne. Genau, und auf jeden Fall die beiden sind frisch vermählt und müssen bei dem König oder bei dem Baron die Brautsteuer entrichten. Der möchte allerdings aber mehr haben und da sie sich das nicht leisten können, entscheidet sich dazu, dass Geld nicht reicht und so wird die Jeanne von den Adligen mehrfach vergewaltigt und daraufhin gerät das Ganze dann in so eine Art Höllenspirale, da dann Jeanne begegnet dann irgendwann dem Teufel, der sehr eigenartig aussieht, sage ich einfach mal ganz einfach. Und genau, und dann geht es da dann in Richtung Rache. Genau, also so ein bisschen so eine Art Rachefüller, könnte man schon sagen. Und was an dem Film sehr interessant ist, die Animation ist noch sehr simpel tatsächlich. Also es sind sehr viele einzelne Bilder quasi, die einfach hintereinander abgespielt werden. Trotzdem hat man hier und dort auf jeden Fall auch schon richtig Animation. Und was an dem Film halt sehr speziell ist, dass der sehr explizit ist. Also, dass man hat da sehr explizite, diese Sexszenen sind schon sehr hart teilweise. Und allgemein ist es alles sehr erotisch und hat so einen sehr, alles immer einen sehr übersexualisierten Drang, also Hang, würde ich sagen. Und dieses Studio, den Film gemacht hat, und zwar Mushi Production, also Mushi. Das ist mir gerade beim Aussprechen aufgefallen. Geile Überleitung. Ich kann jetzt schon explicit hier reinhauen. Oh Gott, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Auf jeden Fall haben die zum einen primär auch eher so Kindersachen gemacht, aber sie haben wohl auch viele eher erotische Animationsfilme gemacht und da reiht sich der natürlich dann ein. Mhm. Und den hatte ich vor einigen Monaten, glaube ich, auf Mubi mal gesehen und das fand ich ganz spannend eigentlich,
weil es so nochmal was ganz anderes einfach ist und man da einfach noch sieht, dass da noch gar nicht dieser Weg noch gar nicht so geebnet war für Anime. Also es war damals halt noch gar nicht so salonfähig, wie es jetzt heute ist. Da sieht man ja, dass es einfach auch ein wahnsinnig spezieller Film ist. Und dann auch halt, und was ich halt interessant finde, ist halt, dass das nicht für Kinder ist. So, der Film ist halt offensichtlich für Erwachsene gerichtet, weil das halt nichts angedeutet ist, sondern es ist halt wirklich, wie gesagt, schon bereits erwähnt, sehr explizit. Deswegen auch dieser Teufel ist halt nicht so ein klassischer Teufel, wie man sich den vorstellt, mit Hörnern und Rot, sondern der sieht auch tatsächlich sehr phallisch aus und verändert sich auch dann über den Film immer weiter. Das ist, genau, ist auf jeden Fall ein komplettes Kontrastprogramm zu dem, was man vielleicht bisher anime-technisch gesehen hat. Und ich finde den Kontrast auch bei diesem Studio so witzig, weil diese Filme, glaube ich, alle immer sehr krass sind. Aber dann haben die aber so Fernsehserien gemacht, wie Astro Boy zum Beispiel. Und, geil. Und die haben zum Beispiel auch den Film Kimba, der weiße Löwe gemacht. Wo sich der Disney offensichtlich mit an König der Löwen. König der Löwen bedient hat. Ganz lose. Ja, genau. Das war für mich eine der ersten negativen Sachen, die ich damals über Disney gehört habe. Und da war ich dann, da hat das für mich angefangen, so diese Fassade zu bröckeln, weil die ja bei König der Löwen gesagt haben, dass es das erste Mal, glaube ich, ist, dass die einen originalen Stoff quasi machen, den sie sich selber ausgedacht haben. Und im Endeffekt ist auch wieder nur komplett zusammengeklaut gewesen und dieses Studio, die hatten nicht im Ansatz Geld, um die irgendwie verklagen zu können, so. Die sind auch 73 dann in Konkurs gegangen. Oh weh. 73, also genau im Jahr, als der hier rauskam. Ja, das war eine der letzten Produktionen dieses Films. Genau, und was ganz interessant ist noch, vielleicht, was Leute, die vielleicht noch ein bisschen allgemein vielleicht in dem Samurai-Thema drin sind, der Teufel wird gesprochen von Tatsuya Nakadai tatsächlich. Den kennt man aus Harakiri zum Beispiel, spielt die Hauptrolle, oder Yojimbo. Ah, ja, stimmt. Genau. Geiles Casting. Ja, genau, das ist so quasi der große japanische Schauspieler neben Toshiro Mifune zu dem Zeitpunkt gewesen. Genau, und der spricht dann da in dem Film halt den Teufel und das macht er auch wahnsinnig gut, weil er auch einfach eine perfekte Stimme dafür hat, so richtig schön düstere Stimme so. Wenn ich mir das jetzt so angucke, also ich muss gestehen, ich habe von dem Film noch nie vorher gehört, aber der Zeichen, also nicht nur der Zeichenstil, sondern auch die verwendeten Farben sehen ja sehr eigen aus. Ist das irgendwie, ich weiß nicht, ist das Aquarell? Teilweise? So in die Richtung, ja, doch, kann man so sagen, auf jeden Fall, sehr eigen auch nochmal gezeichnet und halt, es ist sehr hell eigentlich, also weil die Hintergründe primär eigentlich relativ einfach weiß sind, tatsächlich. Mhm. Ist schon sehr spannend und was man auch sagen kann, dass der Soundtrack ist wahnsinnig gut. Das ist nochmal ein sehr guter Soundtrack. Genau, ich kann halt empfehlen, vielleicht mal den Trailer anzugucken, weil der Trailer zeigt auf jeden Fall schon gut, worauf man sich da einlässt, wenn man sich das anschaut. Der Stil ist auch teilweise sehr rau, also man weiß direkt, worauf man da zugeballert wird. Das hat teilweise wirklich so sehr, sehr aquarellige, helle Farben und dann, sobald der Teufel ins Spiel kommt, wird es wirklich sehr, sehr düster. Also da hat es was von Grant Morrison teilweise. Ja. Hab ich das denn jetzt richtig verstanden? Der Film, der besteht in erster Linie aus Standbildern oder vielen Standbildern? Es sind sehr viele Standbilder. Also man hat man hat Animationen drin auf jeden Fall und die sind dann auch wirklich sehr gut. Da sind dann also vor allem so diese Szene mit dem Teufel und so Dinge, die dann quasi zwischen der Jan und dem Teufel passieren, die sind zum Beispiel dann wahnsinnig gut animiert. Aber so gerade in so Dialogszenen wird da viel mit Standbildern gearbeitet auf jeden Fall. Um Geld zu sparen natürlich. Genau, auch, also man sieht auf jeden Fall, dass der nicht unendlich Budget hat, nur man sieht auch einfach, dass der Film jetzt auch schon fast 50 Jahre alt ist, so. Ja. Wir haben den Film wahrscheinlich außer dir wahrscheinlich alle nicht gesehen. Ich habe da ein bisschen reingesehen und dachte, hui, das ist jetzt echt mal was sehr Spezielles, aber gerade dadurch sticht das aus der Masse wirklich raus und macht schon ein bisschen Lust auf mehr. Ja, von deiner Erzählung her erinnert mich das auch ein ganz kleines bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, an Genji Monogatari.
Weil es ja, die arbeiten ja auch mit ganz vielen Stillszenen, wo sie dann eher wieder so ein bisschen atmosphärische Musik und so weiter reinbringen. Und da ist auch immer ganz viel, da wird unfassbar viel mit Licht gespielt und Dunkelheit und so weiter. Das hat mich dann direkt von deiner Beschreibung an den Anime erinnert. Genau, also und ich glaube, Ballad of Sadness ist tatsächlich auch relativ einfach zu finden teilweise. Also gab es lange auf Mubi auf jeden Fall. Und der ist ab 18. Ja. Der ist ab 18 und geht so 86 Minuten, glaube ich. Genau. Okay, 18 muss ich sagen, das finde ich jetzt schon, hui, das ist... Ja, also genau, wie gesagt, weil es wirklich sehr explizite Szenen sind teilweise. Und wie gesagt, das halt allgemein harter Stoff ist, weil das ist dann wirklich so wahrscheinlich auch eine relativ... Also außer natürlich, dass da sehr surreale Elemente drin sind, ist an sich, glaube ich, ein recht gutes Bildnis übers Mittelalter, weil dann so der schwarze Tod spielt dann auch irgendwann eine Rolle im Laufe des Films und so. Ah, okay. Genau. Das ist sehr europäisch. Ja, also es ist also auf jeden Fall europäisches Mittelalter. Also es ist ja, ein europäischer Einschlag ist ja nicht unbedingt ungewöhnlich für das Anime-Genre. Wenn man sich dann zum Beispiel auch mal bei Studio Ghibli sowas wie, weiß ich nicht, Schloss im Himmel ansieht. Ja, oder Porco Rosso zum Beispiel. Genau, ja. Genau. Das ist ja das Interessante am Anime, dass du eigentlich sehr viel Europäisches oder auch Westliches manchmal wiederfindest oder auf jeden Fall die Inspiration oder daher. Bestes Beispiel eigentlich, steinigt mich nicht, Sailor Moon, ohne Witz. Das hat so viele Anspielungen an westliche Märchen von den Gebrüder Grimm. Also das ist total vollgespickt davon. Also die mögen das auch scheinbar ganz gerne. Ich kenne keinen Sailor Moon, muss ich jetzt zugeben. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht die größte Schande, nicht persönlich dem Luisa. Alles gut. Aber also das ist mir schon immer, das ist auch so tatsächlich mein Zugang gewesen, eine Zeit lang zum Anime-Genre, dass du einfach merkst, dass da doch sehr viel mehr oder dass diese Anime-Kultur sich viel auch aus anderen Einflüssen einfach speist und dass das gar nicht mal, also das ist natürlich schon eigen manchmal, keine Frage, sowas jetzt hier zum Beispiel, aber das fand ich immer generell interessant, einfach Vertrautes sozusagen in diesem fernöstlichen Spiegel wiederzusehen, ne? Ja. Ja. Das ist der Reiz. Es hat halt echt was von einem verstörenden Bilderbuch, das man aufmacht und dann quasi so eine Graphic Novel präsentiert bekommt. Das ist für mich so ein Film, der sieht ein bisschen so aus, als ob so vielleicht Kinder, die so um die Zeit gelebt haben, das so zufällig vielleicht irgendwie so eine, dass das jemand auf Kassette hatte und dann die Eltern dachten, es ist ein Animationsfilm. Also das ist für Kinder, dass man den dann einfach mal eingeschmissen hat. So. Denn ich bin mir sehr sicher, dass es irgendwo Kinder mit diesem Schicksal gibt auf dieser Welt. Ja, bestimmt. Dieselben, die mit Watership Down traumatisiert wurden wahrscheinlich. ja, ich kann nur sagen, ich merke mir den hier auf jeden Fall vor. Schön, dass der vielleicht dann, vielleicht checkt er irgendwann ja nochmal bei Mubi auf, ansonsten kommt man, glaube ich, nicht so. Obwohl du meintest, man kommt leichter an den Rand, als man denkt, ne? Ich habe den jetzt auch bei einem der Amazon Prime Channels gerade bei der Besprechung entdeckt. Also so schwer kommt man da nicht ran und bei YouTube kommt man da auch in einer anderen Sprachfassung ran, an den kompletten Film. Mhm. Genau, so hier und dort. Es ist möglich, es ist nicht, es ist ein bisschen schwieriger, also gibt es jetzt nicht einfach auf Netflix oder so, aber hier und dort, wenn man ein bisschen sucht, müsste man fündig werden. Ich habe da innerhalb jetzt von 20 Sekunden zwei andere Streams dazu gefunden. So schwer ist es nicht. Sehr schön. Ja, weil der kommt direkt heute Abend auf den Fernseher. Ich bin mir sehr gespannt, was ihr sagt, auf jeden Fall. Ja. Ich auch, ja. Ja, nee, schöner Einstieg, glaube ich, und ein schöner Geheimtipp. Also vor allem, ich finde es ja wichtig hier tatsächlich, also für meinen Teil jetzt tatsächlich finde ich es wichtig, hier aufzuzeigen, dass Anime alles sein kann, nur kein Kinderkram eigentlich meistens. Ja, genau. Und da würde ich sagen, der nächste Film reiht sich da auf jeden Fall auch ein und gilt als großer Kultfilm, würde ich sagen. Mhm. Genau, also Dom, du darfst beginnen. Ja, großer Kultfilm, was habe ich mitgebracht, ist jetzt vielleicht gar nicht so überraschend, Akira von 1988, Cyberpunk-Klassiker,
der sowohl, ja, eigentlich unter dem Gesichtspunkt ist es auch interessant, dass der sowohl westlich beeinflusst ist, als auch dann selber wiederum westlich beeinflusst hat, weil man sieht hier eindeutig die Einflüsse von sowas wie Blade Runner. Und man kann davon ausgehen, dass Akira auch stilprägend war dann für, ja, Nachfolgewerke, insbesondere in der Science-Fiction, im Cyberpunk, wie zum Beispiel auch Ghost in the Shell. Den haben wir ja ausführlich besprochen. Der sei hier auch an der Stelle auch mal erwähnt. Sehr schöner Podcast mit den beiden hübschen Kollegen, die hier auch gerade mit bei sind. Ja, worum geht's in Akira von Katsuhiro Otomo? Basiert auch, glaube ich, auf einem Manga von ihm, soweit ich weiß. Und ist natürlich jetzt eigentlich nicht mehr in der weit entfernten Zukunft. Das Ganze geht darauf zurück, dass es natürlich fiktiv, soweit man jedenfalls weiß, 1988 eine atomare Explosion in Tokio gab, die alles vernichtete und dann so den Auftakt für den Dritten Weltkrieg gab. Und 30 Jahre später ist Neo Tokio wieder neu aufgebaut, ist allerdings eine futuristische Stadt mit dystopischem Anstrich aus riesigen Wolkenkratzern und bevölkert von teilweise verfeindeten Motorradgangs. Teil der Gang sind Kaneda und Tetsu, genau, die extrem schicke Motorräder fahren. Die ganze Stadt wird aber auch mehr oder weniger kontrolliert von einem, ja, kann man fast schon Polizeistaat nennen. Also es ist auf jeden Fall ein dystopischer Unterton die ganze Zeit drin. Und bei einer Auseinandersetzung mit einer verfeindeten Gang wird Kanedas Freund Tetsu verletzt, wird dann allerdings mitgenommen von einer dubiosen Regierungseinrichtung, die Experimente mit ihm vollzieht. Und bald schon stellt sich raus, dass Tetsu nicht mehr so ganz normal ist und auch die anderen Probanden, die dort, an denen Experimente vollzogen wurden, auch nicht mehr so, ja, sich immer weiter von der Menschlichkeit entfernen, könnte man sagen. Aber bei Tetsu ist es am schlimmsten und der entwickelt wirklich ungeahnte, ja, kann man fast schon sagen, kosmische Kräfte. Und weiter sollte man da jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen. Das ist so auf jeden Fall die Grundprämisse. Ich glaube, wir haben den alle gesehen, oder? Das ist wahrscheinlich der Anime, den 90% der Anime-Show oder 95% sogar gesehen haben. Ja, selbst drüber hinweg. Also, weiß ich nicht, hier in Steven Spielbergs Ready Player One wurde das Motorrad zitiert, ne? Also, das stimmt. Bei mir war das tatsächlich so der erste Anime, den ich gesehen habe, also mein erster Berührungspunkt. Ja, wann war das in welchem zarten Alter? Das würde ich gerne mal wissen. Sagen wir mal, ich war noch zu jung. Aber wir haben es damals halt mit Kumpels geschaut und waren völlig weggeblasen und das war so ein Stoff, der hat uns dann noch über Wochen hinweg auf dem Schulhof begleitet. Also da haben wir ja auch den Body-Horror haben wir ja auch so vereinzelt in dem Film. Oh ja, vereinzelt. Ja, also, ja, zum Ende hin extrem, ja. Oder den Film Chronicle hat der Film im Finale auch ziemlich beeinflusst. Also der Einfluss, der ist heute noch spürbar. Ich musste so hart an Chronicle denken, tatsächlich diesmal. Also ich habe ihn jetzt nach längerer Zeit mal wieder gesehen und oder zumindest vollständig gesehen, weil der ist ja schon ganz schön lang, ne? 124 Minuten. Spätestens in der zweiten Hälfte merkst du stark die Einflüsse, die der auf Chronicle gehabt hat von Josh Trank, ne? Einer der besten Heldenfilme abseits des Mainstreams, finde ich. Ja, tatsächlich ein Geheimtipp. Luisa, wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Möchte ich das wissen? Durftest du ihn da schon sehen? Von dürfen kann da keine Rede sein, auf keinen Fall. Ich muss gerade überlegen, wie alt war ich denn da? Das war auch schon relativ jung. Also bei Ghost in the Shell war sie 9, so als kleiner Anfang. Richtig, aber das war tatsächlich, also Akira war später auf jeden Fall. Ich glaube, da war ich 12 oder sowas. Ja, irgendwas um den Dreh rum, 12, 13. Ja, an den kann ich mich tatsächlich gar nicht so gut erinnern von damals. Ich glaube, mit Ghost in the Shell, da hatte ich halt einfach so meinen Schockmoment, der dann sitzen geblieben ist.
Und ja, aber Akira hat mich damals auch schon ziemlich gefesselt, das weiß ich auf jeden Fall noch. Aber es dürfte so mit 12, 13 gewesen sein, ja. So als kleine Erinnerung, ich habe es damals mit 6 gesehen, also ich weiß Boah. Das ist jung. Das Problem finde ich halt auch, und das habe ich letztens auch noch mal festgestellt, als ich Akira noch mal auf Netflix gesehen habe. In dem zarten Alter von 6 bis 13 Jahren kannst du die Story gar nicht so richtig umreißen, überhaupt nicht. Also du erfasst Nee. es ja überhaupt nicht richtig. Du hockst dann da und findest das Motorrad total cool. Du Und findest die die Musik Action-Szenen, und oh die ja, Bilder. Stadt, oh, schon allein die Ja. Bilder. Habt ihr mal gesehen, wie akribisch die einzelnen Szenen von den Animateuren damals Ja. gezeichnet wurden? Das ist der Wahnsinn. Also schon allein von der Technik her unfassbar gut gemacht. Man muss dazu sagen, der Manga ist ja so ein richtiges Opus, der zieht sich über locker 10, 11 Bände. Hier hat man es trotzdem so komprimiert, dass da noch eine sinnige Story bei rauskommt und dass es trotzdem Popkultur prägend war. Ja, ich hatte auch immer mal wieder so den Gedanken, also man muss sagen, man spürt schon die Länge von dem. Ich finde ihn auf keinen Fall zu lang oder langatmig, aber man spürt es trotzdem. Ja, finde ich auch. Und man kann sich schon vorstellen, dass das heute, also angenommen, das wird jetzt nochmal neu aufgelegt, dann könnte das auch so als Netflix-Serie rauskommen, wahrscheinlich heute. Es ist ja auch immer mal wieder tatsächlich eine Hollywood-Verfilmung geplant, seit Jahren. Christopher Nolan war da auch mal für im Gespräch, wird es wohl aber nicht mehr machen. Jetzt ist momentan Taika Waititi, haben sie jetzt eben wieder für ins Stimmt, Auge gefasst. stimmt. Ich erinnere mich, Und da war was. wobei ich könnte mir vorstellen, dass beispielsweise Robert Rodriguez das mega gut umsetzen Sag könnte. Battle Angel Alita. Ja, aber der hat auch, also gerade weil er bei Sin City Ach diese ja. Vibes so unfassbar gut aufgenommen hat, könnte ich mir das richtig gut vorstellen, aber Leonardo ja, auch DiCaprio hat so. das ja auch eine Zeit lang in Erwägung gezogen, dann hat er da wahrscheinlich auch ein bisschen was Ökologisches mit eingebracht, kann ich mir vorstellen. Ja, das wird dem Ganzen auch gut zu Gesicht stehen. Also der Film ist ja, also während Ghost in the Shell eigentlich sehr technizistisch ist, ist ja Akira eher so auf dem Trip, ja, eigentlich schon über den Technizismus hinaus, nämlich dass sich Gene und Biologie tatsächlich verändern und dann auch irgendwie natürlich auch so die Zerstörung des Althergebrachten und also diese Symbolik von Schöpfungsakt und Zerstörung ist ganz stark. Ja, der wird sehr metaphysisch zum Ende auf jeden Fall. Ja, extrem metaphysisch. Also ich hatte das Finale irgendwie völlig vergessen und ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Also visuell auch wahnsinnig. Also ich muss auch sagen, ich habe lange nicht mehr so eine ästhetische Totalzerstörung einer Stadt Ja. gesehen wie in Oh diesem yeah. Anime jetzt hier. Da ist ja auch teilweise tatsächlich CGI zum Einsatz gekommen. Aber es stört nicht und es ist, also man muss mal bedenken, der Film ist von 88 und von den Bildern her ist der eigentlich, also gerade wenn man sich den dann jetzt irgendwie in HD restauriert auf Netflix ansieht, Super gealtert. Ich wow. habe da das Ja. schöne Steelbook, also das schöne Steelbook von daher. Ja, in den zwei Synchro-Fassungen. Auch da gibt es wieder zwei Synchro-Fassungen. Und in der einen haben wir Ja. den Sheldon Cooper-Synchronsprecher, der mich in der, ich glaube, Geil. das ist die neue Synchro-Fassung, immer wieder rausgerissen hat. Ja, das Seltsame ist auch, wenn man sich das jetzt ansieht, in der originalen Synchro hat Julian HGG, oder wie der heißt, ist zum Beispiel auch der Sprecher von Kylo Ren in den neuen Star Wars-Filmen, der spricht in der neuen Synchro Kaneda und in der davor aber Tetsuo. Also das dürfte ich mir sehr verwirrend vorstellen. Das ist ja wirklich komplett verwirrend. Ja. Ja, also ich habe die andere tatsächlich nie gesehen. Kann jetzt auch nicht sagen, also soweit ich weiß, ich hatte mal irgendwas gehört hier mit hier Universum-Filmen, die diese ganzen Anime ja auch rausbringen, dass die irgendwie unter anderem auch die Neusynchro gemacht haben, weil tatsächlich die originalen Bänder von dem 91er-Ding nicht mehr aufzufinden waren. Und sie haben aber so viele Sprecher wie möglich reingebracht. Also David Nathan ist zum Beispiel in beiden Versionen vertreten. Man muss auch sagen, also der Film macht auch wirklich von Anfang an keine Gefangenen, ne? Also schon die Intro-Szene in dieser Bar, da merkst du einfach schon, was das für eine Gesellschaft ist,
und was es hier für verkommene, verruchte Ecken gibt. Und ich muss zugeben, wenn ich jetzt so überlege, Luisa, da hast du schon recht, sowas könnte Robert Rodriguez richtig gut rüberbringen. Ja, also ich habe da auf jeden Fall starke Robert Rodriguez-Vibes. Aber ich bin jetzt bei Akira, bin ich jetzt, ja, so, ich weiß nicht, also Taika Waititi wäre, glaube ich, interessant. Mhm. Aber es kann sein, dass er so gewisse Elemente ein bisschen überspitzen würde. Und wenn ich jetzt auch so an sein Thor 3 denke, also ich meine, gut, Jojo Rabbit habe ich ja noch nicht gesehen, aber Thor 3 hatte für mich sehr merkwürdige tonale Probleme. Also ich mag den Film eigentlich, aber der vergreift sich gerne mal im Ton und das könnte hier schwierig werden, glaube ich. Mhm. Ich bin gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass, also was mich halt immer stört bei diesen Anime-Realverfilmungen, ist, dass die oft zu sehr versuchen, diese Looks quasi nachzuahmen von den Leuten. Und ich finde, dann sehen die oft einfach so wahnsinnig kostümiert aus. Und ja, da könnte ich mir vorstellen, dass er das gut hinkriegt, so eine sehr, trotzdem eine sehr spezielle Welt, aber halt so, also ich glaube, er könnte da gut seine eigene Handschrift reinbringen, um halt eine gute Welt zu erschaffen, so. Ja, das, also, ich fände es ja durchaus spannend, wenn sie es machen würden. Ich bin gespannt, ob es überhaupt zustande kommt. Ja, das stimmt. Weil das Ding wirklich, das ist so ewig. Das ist seit Jahrzehnten in Rede. Ja, aber man merkt halt auch, wie andere Filmemacher auch, also ähnlich wie bei Ghost in the Shell, wie die davon beeinflusst wurden. Und es ist wirklich, also das Ding ist einfach zeitlos und ich muss sagen, gewisse Sachen, also ich meine, gut, es ist ja eigentlich keine Zukunft mehr, weil das Ding spielt ja im Jahr 2019 und was ich auch sehr amüsant fand und das kommt ja später dann nochmal zum Tragen, es ist die Rede davon, dass im Jahr darauf die Olympiade ist, also 2020. Oh. Wenn nicht Corona dazwischen kommen kam. Aber ansonsten wirklich, also visuell wirklich eigentlich fast schon. Also, was halt diese brachiale Zerstörung gegen Ende angeht, ist der visuell eigentlich für mich einzigartig. Und auch dann wirklich so mit bizarrem Body-Horror, der ja wirklich, boah, zieht das am Ende an. Also, das Ding, das ist ja schon grundsätzlich wirklich alles andere als zimperlich, ne? Der ist von Anfang an ziemlich brutal tatsächlich an einigen Stellen. Ja. Was aber nie deplatziert wirkt, aber gegen Ende nimmt das wirklich so bizarre Formen an und mündet dann in wirklich Metaphysik, die man, wo man fast schon Darren Aronofsky irgendwie reinstiefeln hört. Also, wahnsinnig intensiver, für mich auch zeitloser Film. Also, ich werde mir tatsächlich auch immer mal auf Blu-ray zulegen, wobei man sich den auch wirklich schön auf Netflix ansehen kann. Ist allerdings kein Ding für nebenbei. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass er hat zwar ähnlich wie Ghost in the Shell eine eigentlich simple Handlung, die aber sehr feingliedrig und mit vielen auch politischen Aspekten aufwartet. Die dann gegen Ende so ein bisschen in den Hintergrund rücken, aber das macht gar nichts aus, weil am Ende formt sich einfach was zu einem Gesamtwerk, was man aber am Schluss, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man völlig verwirrt aus diesem Film heraustaumelt und ja, weiß nicht, wie war das bei euch beim ersten Mal? Puh, ja, an mein erstes Mal kann ich mich ja quasi nicht mehr so gut erinnern, wie gesagt, aber Trauma verdrängt. Ja, richtig. Nee, aber tatsächlich ist, also ich habe den erst vor ein paar Wochen zusammen mit meinem Mann tatsächlich angeguckt. Mhm. Und ja, ich war froh, dass wir den zusammen nochmal angesehen haben, weil du bist ganz froh, wenn du dir wirklich Zeit nimmst, am besten noch vielleicht mit einem Gläschen Wein oder einer Maracuja-Schorle, wie auch immer. Und du brauchst einfach danach jemanden, mit dem du den verarbeiten kannst. Also ja, du musst auf jeden Fall über den Film reden. Das ist, und dadurch lebt er ja auch, weil er halt eben schön nachhalt, weil du halt über vieles nochmal genauer reden musst, weil du dann erstmal verarbeiten kannst, was du da eigentlich gesehen hast. Genau. Ja, fand ich eigentlich im Nachhinein ganz gut, dass ich das mit einer Person zusammen gemacht habe. Ja, ich tatsächlich nicht, aber ich habe mir immer mal mit einer Freundin geguckt, die den zum ersten Mal gesehen hat und die war wirklich so. Die wollte danach, glaube ich, genau, die hat danach vorgeschlagen, dass wir uns immer die erste Folge einer Staffel Digimon ansehen.
Und die wurden damit jeder Staffel schlechter, aber das hat sie dann total abgelenkt, weil Akira, ich glaube, der war ihr schon ein bisschen unheimlich. Du hast da ja, als ob das nicht genug wäre, auch so creepige, fast schon geisterartige Kinder und schon so surreale Albtraumsequenzen. Ja. Also das mutiert von so einer Dystopie nach und nach immer mehr zu einem Horrorfilm. Also ich kann es verstehen, dass man da nach der ersten Sichtung, und wir waren damals anscheinend alle Kinder, dezent verstört und verwirrt rausgegangen sind. Ja, vor allem ist Tetsuo ist ja auch eine Figur, die, ich muss sagen, ich hatte ganz vergessen, eigentlich ist der, das ist eigentlich ein grandioser Bösewicht, ne? Und eigentlich auch, wie gesagt, Chronicle, ich hör deinen Trapsen, steckt da auch wirklich mit drin. Also, wenn ich jetzt überlege, zwischendurch habe ich mir auch Dan DeHaan tatsächlich als Tetsuo vorgestellt. Also abschließend kann man sagen, schaut euch gerne an, auch vielleicht zu Leute, die, denkt da an den Kollegen Stu, der immer gerne sagt, Anime ist nicht meine Baustelle, er hat glaube ich Ghost in the Shell gesehen. Stu, wenn dir Ghost in the Shell gefallen hat, dann riskier vielleicht mal einen Blick auf Akira, weil das ist nochmal was anderes tatsächlich und nochmal ein ganzes Stück bizarrer, sagen wir es mal so. Wenn anfangs auch ein bisschen zugänglicher, am Anfang zumindest. Ghost in the Shell ist jetzt auch nicht der zugänglichste Anime, sagen wir es mal so. Also wenn man damit jetzt in die Anime-Kultur eingestiegen ist, da kann man sich vielleicht auch mal Akira ansehen. Also einmal sollte man den schon gesehen haben, selbst wenn man ihn nicht mochte, weil ich kann mir vorstellen, dass er bis heute auch ein bisschen die Gemüter spalten könnte. Aber ja, wer den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall nachholen. Gut, und weiter geht's, würde ich sagen. Und zwar Patrick. Du darfst. Also, wir starten jetzt mit Jinro, der ist von den Akira-Machern. Mamoru Oshiu, den kennen wir von den Ghost in the Shell-Filmen, also bleibt familiär. Der Film ist überwiegend per Hand gezeichnet, bis auf so kleine Momente, wo sie mit dem Computer natürlich nachhelfen mussten. Und es geht jetzt um eine Zukunft in Japan. Also der Film ist aus dem Jahr 1999, aber Japan wurde jetzt von einem Nazi-Regime überrannt. Also die Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg quasi gewonnen. Und jetzt gibt es so eine Art Wolf-Brigade und die unterjochen alles. Und irgendwann kommen dann auch so eine Art Rotkäppchen, so Rotkäppchen-Fraktion, die immer wieder traktieren. Und ja, mit Bomben und sonst was angreifen. Und einer dieser Wolfsbrigade hat dann so ein leicht traumatisches Erlebnis, als sich eins dieser Rotkäppchen in die Luft sprengt und dann lernt er die vermeintliche Schwester von diesen Mädchen kennen und bei ihm bröckelt so ein bisschen die Fassade und er freundet sich mit diesen Mädchen an. Aber es ist halt nicht alles so schwarz-weiß, wie man denkt. Sowohl sie hat's Dreck am Stecken, als auch er ist nicht ganz so unschuldig. Oder nicht ganz so gut, also ein bisschen ist er so, wie kann man sagen, so ein bisschen so ein Kylo Ren. Und irgendwann schenkt sie ihm auch so ein sehr, sehr boshaftes Rotkäppchenbuch und da fangen dann so diese parallelen Überschneidungen zur Story an. Also diese rotkäppchenartige Romanze, die sich da mit ihr und dem Wolf ergibt. Und es ist nicht unbedingt grimm geprägt, sondern es ist expliziter. Man hat hier sehr viel Blut, man hat hier sehr viel Gewalt, man hat hier schon politisch und graue Ebenen und sehr viel Schatten und Lichtspiel, also was dieses Graue nochmal schön unterstreicht. Und man kann es halt wirklich bezeichnen als Rotkäppchen mit Nazis. Klingt nach dem nächsten Trash-Film. Es gibt auf Netflix halt schon eine Realverfilmung. Die heißt Aliens the Wolf Brigade. Ich habe den anscheinend auf Netflix mal zu zwei Dritteln gesehen. Ich kann mich aber echt nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich habe ich da mindestens die Hälfte von verpennt. Also. Aber ich fand den hier eben auch wegen dieser politischen Komponente und diesem düsteren Setting, diesen handgemachten und den Schattenspielen, da hatte der was schön Cineastisches. Und das ist halt wirklich mal so ein Film, den haben nicht viele auf dem Plan, eher so fast schon eine Art Geheimtipp, obwohl die Macher dahinter eben doch schon deutlich bekannter sind.
Ja, steht ja auch hier auf dem Plakat, ne? Also da Ghost in the Shell und Akira. Ja. Damit wird es beworben. Wenn man sich so auch den Zeichenstil ansieht, der hat durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zu Ghost in the Shell. Mhm. Die wagen sich hier aber tatsächlich, also ich hab mal gesehen, das ist jetzt aber schon einige Zeit her, aber wenn ich jetzt hier so gucke, da ist ja, die replizieren ja wirklich die Nazi-Ästhetik, ja, ne? Also hier sind ja, glaube ich, sogar, ist hier sogar eine Nachzeichnung von den Nürnberger Prozessen, kann das sein? Bin ich mir nicht sicher, aber würde mich jetzt echt nicht mehr wundern. Auf jeden Fall, ja, wir haben hier wirklich Wolfenstein-Vibes, würde ich schon sagen. Ach, ja, ja, ja. Wolfenstein, also, ja. Extreme Wolfenstein-Vibes. Gerade diese Kampfausrüstung der Wolfsbrigade, das ist schon harter Tobak. Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, von den, also die Ausrüstung von der Wolfsbrigade erinnert mich jetzt zumindest bei der Realverfilmung total an Tokyo Gore Police, falls ihr den kennt. Ja, ja, den kennt man. Ausschnittsweise kenne ich den. Guck ihn dir ganz. Ich kann es dir nur empfehlen, es ist super. Ja, weil jetzt alle, die durch dieses Plakat so Wolfenstein-Vibes erwarten, das ist halt deutlich ernster. Der Film hat jetzt nicht so sonderlich viel Selbstironie, sondern das ist halt wirklich knallharte, blutige Dystopie mit Politikeinflüssen und Graustufen. Ja, wenn man sich so die Zeichnungen ansieht, also wie gesagt, das erinnert mich, es ist wirklich so ein bisschen ähnlicher Ansatz wie Ghost in the Shell, dass man relativ rudimentär gezeichnete Charaktere hat anscheinend und dass die Hintergründe wirklich schon auf so einen gewissen, ja, sag ich mal, gezeichneten Fotorealismus fast setzen. Ich würde den sogar deutlich realer verankern als zum Beispiel Ghost in the Shell. Gerade durch diesen politischen Ansatz, da ist es jetzt nicht so komplett aus der Luft gegriffen und dieses alternative Weltzeug, also die Nazis haben den Weltkrieg gewonnen und das, was dann passiert, das ist jetzt bis auf diese Hightech-Ausrüstung der Soldaten schon recht realistisch. Das klingt fast schon so ein bisschen nach The Man in the High Castle. Ja. Musste ich auch dran denken gerade, ja. Ja. Ich meine, gut, die Idee, dass jetzt irgendwie die Nazis oder was wäre, wenn, ist jetzt nicht neu. Überhaupt nicht. Aber da merkt man auch wieder europäische Einflüsse einfach. Ne? Ja, ja, definitiv. Von den Flaggen und so weiter halt auch, ne? Man guckt die an und denkt sich so, man sieht sich sofort an das Nazi-Regime erinnert. Von der Farbwahl, da hast du ja auch noch diesen weißen Kreis in der Mitte und dann noch so ein schwarzes, ja, etwas darauf, ne? Also man sieht da schon klar so Nazi-Bezüge. Ja, natürlich, klar. Wobei das im Hinblick auf Japan nochmal besonders interessant ist, ne? Eigentlich. Ja. Märchenbuch hat das dann auch noch so in der Mitte des Films so leicht verträumte Züge. Aber im Vergleich zu, nee, doch, das kann man auch mit Ghost in the Shell gut vergleichen. Es hat ein relativ offenes Ende, das dann nochmal zum Nachdenken anregen soll. Okay. Ja, ach Gott, ich hab ihn, oder hab ich, ach, ich bin gerade echt am Überlegen, aber es ist lange her, wenn dann, dass ich den geguckt habe. Aber ich wollte immer mal der, wieder gucken. Ja, an mir ist der total durchgegangen. Ja, also völlig vorbei. Okay. Obwohl ich ja gerade Mamoru Oshii total feiere. Das ist ja schon allein Angel's Egg, oh mein Gott. Ja. Ja, das, also cineastisch hat der ja schon einiges Tolles produziert. Er hat ihn ja nur geschrieben, ne, glaube ich. Ja, der hat den ja, nur ja, geschrieben. Ja, da war er der Autor. Hm. Ja. Ja, aber Direktor ist Hiroki Uku. Ich verhaspel mich da nur im Titel, aber das Ukiura. Ukiura. Ukiura, ja. Genau. Der war auch schon im Animation Department bei Ghost in the Shell anscheinend beteiligt, auch beim Sequel, ja. Ah ja, dann hat er ja gleich schon mal so ein bisschen die Skills abkupfern können. Ach, und der hat die Opening-Szene von dem, sehe ich gerade in der IMDb, der hat die Opening-Szene von dem Cowboy-Bebop-Film gemacht. Oh, cool. Was? Oh. Oh, das ist geil. Oh. Ja. Aber gut, bevor wir jetzt hier zu weit abschweifen. Ja, der klingt wahnsinnig spannend. Von dem habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört gehabt, von dem Film. Dabei ist der eigentlich, also ich habe eigentlich schon oft Leute getroffen, die den ziemlich feiern. Ich weiß nicht, läuft der so unterm Radar? Weil der ist auch öfters mal bei Prime drin tatsächlich.
gefühlt läuft er für mich unterm Radar. Und gerade ihr, wo ihr seid ja so ein bisschen Anime-affin und ihr habt davon jetzt auch nicht großartig gehört oder gesehen. Deswegen ist das im Prinzip eine Bestätigung von meiner Aussage. Also ich habe ihn ja gesehen, aber es ist halt echt lange her. Ich weiß gar nicht, ob ich da so aufmerksam war. ich weiß aber noch, dass ich den ästhetisch tatsächlich ziemlich, der ist sehr grobkörnig. Ja. Der ist noch mal eine ganze Spur rauer zum Beispiel als eben Ghost in the Shell, aber du spürst da auch die Einflüsse einfach. Mhm. Ja. Wenn er mal immer wieder auf Prime landet, dann gucke ich mir den auf jeden Fall an, glaube ich. Also er war mal da drin, das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte ihn, glaube ich, sogar auf der Watchlist und habe ihn dann irgendwie nie geguckt. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir springen mal weiter und kommen jetzt zu einem meiner absoluten Lieblingsfilmemacher, was Anime angeht. Und zwar sind wir jetzt nicht bei Satoshi-Kon angekommen. Und da habe ich mir dann auch sein Regiedebüt direkt mal rausgesucht. Und das ist Perfect Blue. Genau, und Perfect Blue ist aus dem Jahr 1997, ist mit 1 Stunde 20 Minuten gar nicht mal so lang und hat eine FSK von 16. Also bisher, wie ihr seht, sind wir da eher in so einem Erwachsenensegment unterwegs, würde ich sagen. Und das kann ich bei dem Film auf jeden Fall auch verstehen. Der Film ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit visuell sehr gruselig, sondern wirklich ist es halt einfach ein sehr, sehr guter Thriller. Und zwar geht's um eine Popsängerin, eine junge Popsängerin, die heißt Mima und ist halt Mitglied einer Girlgroup. Und die sind zwar ein guter Publikumsliebling, die Musik kommt an sich ganz gut an, aber dieser große Durchbruch fehlt. Und so wird ihr vor ihrem Agent quasi geraten, eine Solo-Karriere zu starten. Und so legt sie quasi dieses Popmusik-Ding an den Nagel und möchte Schauspielerin werden. Und da beginnt das dann quasi. Und dann nimmt er die Dinge ihren Lauf, da es dann zum Beispiel Fans gibt, die dann enttäuscht sind und vielleicht auch ein bisschen manisch sind und anfangen, Drohbriefe zu schreiben. Und genau, und Mima sieht sich dann selber auch recht schnell in einer Identitätskrise, könnte man fast sagen, da sie sich dann nicht mehr so sicher ist, ob das, was sie tut, richtig ist. Und das Ganze beginnt dann irgendwann sehr surreale Züge anzunehmen und sehr verrückt zu werden. Ja, was ich an dem Film sehr toll finde, man hat das Gefühl, dass so das Animation ist, also die Animation ist halt super in dem Film, aber die steht gefühlt im Hintergrund, sondern es ist wirklich, man nutzt einfach, also quasi Satoshi Kon will einfach nur eine Geschichte erzählen, die er wahnsinnig gut erzählt und nutzt dann hin und wieder Animationen oder die Freiheiten, die man mit Animationen hat, um seine Vision einfach eins zu eins zu verwirklichen. Und das funktioniert hier sehr gut. Und was ich auch bei Satoshi Kon allgemein gut finde, was hier aber sehr speziell nochmal ist, dass halt die Menschen sehr realistisch animiert sind. Also dass die sehen jetzt nicht wahnsinnig off aus, sondern die sehen wirklich aus wie normale Menschen, wie ganz normale Menschen so. Und ohne, dass es irgendwie uncanny wird. Mhm. Aber das funktioniert aber halt sehr gut einfach. Man hat wirklich sehr normal aussehende Menschen teilweise oder zum Großteil. Das unterstreicht dann halt auch noch mal ein bisschen, dass halt eher der Fokus auf der Geschichte liegt und nicht jetzt zu zeigen, was man mit Animation alles kann, sondern Animation ist hier dann eher so der Mittel zum Zweck, würde ich mal sagen. Und wer Perfect Blue gesehen hat, wird auch auffallen, dass es einige Überschneidungen mit Darren Aronofskys Black Swan gibt. Da gibt es viele Szenen, die sehr ähnlich sind. Und es ist tatsächlich auch so, dass sich Aronofsky die Rechte für diesen Film gekauft hat, damit er halt diese Szenen eins zu eins teilweise in seinen Film implementieren kann. Mhm. Ja, gut, wenn man sich das, also ich meine, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, kommt jetzt definitiv auf die Liste. Wenn man sich hier so einzelne Shots ansieht, das, ja, ist wirklich schon. Also hier ist zum Beispiel eine, die sieht halt wirklich, das sieht aus wie eine Anime-Replika der Schlussszene von Black Swan. Das kommt wirklich hin, aber ich würde jetzt
nicht sagen, dass die Animation schlecht ist. Teilweise findet das auch im Hintergrund statt, also dieses Psychedelische und diese raue Wandlung von unserer Hauptdarstellerin, das merkst du teilweise auch an der Umgebung. Die Umgebung wird immer mehr, wie heißt, verwahrloster und so, und das trifft ja auch auf sie zu, dass sie sich immer mehr in die Abgründe begibt, auch in ihre eigenen oder vor allem in ihre eigenen. Ja, also das heißt, dass der auch irgendwie bildsprachlich dann ihren Zustand oder ihren Körperverfall dann auch durch die Umgebung dann irgendwie dramaturgisch rüberbringt. Ja, garantiert. Vor allem, mir kommt da diese Sequenz in den Sinn, wo ich dachte, ey, wie gestört seid ihr, da läuft diese Schauspielerkarriere nicht so ganz gut. Und dann kommt der Regisseur auf die Idee, ach kommt. Lasst ihr eine Vergewaltigungsszene reinschreiben, dann bekommt ihr Charakter mehr Profil. Also, ja, aber okay. Der Witz ist ja, dass das ja teilweise auch so gehandhabt wird, ne? Ja, das ist ja, also leider in wirklich. Hollywood und Co., das ist eine gängige Praxis. Und sie durchlebt ja das, was ihr Seriencharakter durchlebt, schon teilweise mit Überschneidungen dann auch selber. Und sie hat dann auch innerliche Zwiegespräche, die dann auch was Psychedelisches und Black Swan-artiges haben. Also greift der Film auch so dieses, also hat Luisa schon recht, da ist so dieses, dieser Rape and Revenge Irrglaube, kann man eigentlich schon sagen, ne? Der sich ja durch einige popkulturelle Sachen zieht. Und hier wird der halt aufs Korn genommen und auch nochmal kritisch hinterfragt, dieser Rape and Revenge Kult. Was ich ja hier irgendwie sehr ironisch finde gerade, auch im Hinblick darauf, dass sie ja irgendwie erst ein Popstar ist. Es gab ja dann noch mal von, der ist allerdings völlig untergegangen, außer auf einigen Festivals lief der dann irgendwie. Es gab nämlich jetzt noch mal so einen Film mit Natalie Portman, wo sie irgendwie auch so einen gescheiterten Popstar spielt, nämlich irgendwie Vox Lux heißt der, glaube ich. Den habe ich aber noch nicht gesehen und der hat auch starke Black Swan-Vibes. Es gibt auch zu diesem Film übrigens einen Realfilm, der soll näher an den Manga dran sein. Gesehen habe ich ihn nicht, aber ich fand schon Perfect Blue ziemlich gut und auf diese Lauflänge von 90 Minuten wird da viel erzählt und das passiert auch viel, ohne dass es großartig gehetzt wirkt. Das stimmt. Das ist wirklich, der nutzt seine Zeit wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde unglaublich gut. Der Film ist halt deswegen auch durchgehend eigentlich spannend und nimmt einen mit und ist halt wirklich einfach allgemein auch nicht nur ein guter animierter Thriller, sondern allgemein einfach wirklich ein richtig guter Thriller. So. Sagen, man kann ihn auch Hitchcock-Fans empfehlen, weil das wäre so ein Anime, da merkt man auch teilweise Hitchcock-Einflüsse. Ja, garantiert. Wahrscheinlich dann auch schon beim Manga, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt ist so die Frage, ich meine, wir kommen ja dann gleich zum Nachfolgewerk. Genau, wir bleiben. Von seinem Regisseur. Ist der auch so psychedelisch? Ja. Aber nicht ganz so hart, oder? Nicht ganz so hart wie dein Nachfolger, aber. Auf eine andere Weise, ja, finde. Er ist auf eine psychische Art hart. Ja, also. Vielleicht noch ein bisschen. Sind schwer zu vergleichen, finde ich. Also ist auf jeden Fall auch kein einfacher Stoff, aber ich glaube, da hat Toshiko sowieso eigentlich nicht gemacht, einfachen Stoff so. Also was man vielleicht, also ich denke, würde sagen, der gezähmteste Film ist wahrscheinlich noch Tokyo Godfathers, den ich auch sehr empfehlen kann, gerade so, das ist halt ein Weihnachtsfilm quasi. Und ist ein schöner Weihnachtsfilm auf jeden Fall, weil der auch sehr speziell ist einfach. Inspiriert von einem Western. Ja, was ich auch was ich verrückt finde. Den setze ich mir auf die Liste jetzt. Abgedrehter Weihnachtsfilm, ja, muss her. Ja, ist schon goldig manchmal, wo irgendwie so die Wurzeln liegen. Also, den merke ich mir jetzt hier auf jeden Fall vor. Also, der klingt wahnsinnig. Also, das könnte auch einfach ein Realfilm sein an für sich, ne? Also ja, der hat ja wirklich gar nicht. Man vergisst gar nicht relativ schnell, dass es ein animierter Film ist. Ja, aber ich muss auch sagen, also einmal, weil eben diese Animationsszenen so enorm gut gemacht sind, also weil sie hat halt auch selber nicht so diesen typischen Anime-Stil, den man jetzt zum Beispiel von heute kennt. Dadurch kann man sich da schon so ein bisschen mehr wieder so reinfinden. Aber ich muss halt auch sagen, was ich so ganz krass fand, war halt einfach dieser Zerfall von ihrer Psyche, den kannst du einfach super nachempfinden. Und ich finde, es macht diesen Horror einfach aus,
dass du einfach selber merkst, oh, der Sog, der wird immer stärker, immer stärker. Und jetzt wird es immer schwieriger, dem zu entkommen. Und dann siehst du halt den Horror, wie schnell es eigentlich passieren kann, dass du selber da sitzt und an dir selber zweifelst und deinen Verstand verlierst. Und das ist ja, das ist so nachvollziehbar und nahbar und einfach grandios gemacht. Vor allem, es fängt erstmal mit so japanischen Pop an, also wirklich so super seicht. Und dann entwickelt das echt so eine krasse Abwärtsspirale. Ja. Also, könnte ich mir durchaus ziemlich zynisch vorstellen. Ne? Bei dem Regisseur auch. Also, schwingt da vielleicht auch ein bisschen Medienkritik, glaube ich, aus mit? Ja, garantiert. Definitiv. 100%. Ja. Okay. Definitiv. Dann, auch der Umgang mit solchen Kunstfiguren von den Medien an sich einfach. Also, weil ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe so immer den Eindruck gehabt, dass auch sehr stark gezeigt werden sollte, was eigentlich, wie stark diese Abgrenzung zwischen der Person, die in der medialen Öffentlichkeit steht, und der eigentlichen Privatperson ist. Also, du hast ja da eine richtig krasse, starke Diskrepanz. Und das fand ich bei Perfect Blue einfach richtig gut nochmal rausgearbeitet, weil du hast halt hier und da immer mal wieder so auch den Eindruck, es fällt ihr halt auch oft schwer, sich mit dem zu identifizieren, was eigentlich medial gesehen wird. Ich weiß nicht, wie hattet ihr so den Eindruck? Ich habe da sogar noch so eine andere Kritik an der Hinsicht gefunden. Also ihr fiel es auch wirklich schwer, mit den Fans umzugehen. Also das war nochmal so ein creepiges Element, wo ich dachte, hatte der schlechte Erfahrungen mit Fans gemacht? Also so ekelhaft, toxisch, wie da die Fans teilweise dargestellt werden. Mhm. Boah. Ja, wobei Stephen King, also, da hat man ja auch diese Auseinandersetzung. Ja. Also, ich glaube, auf das Buch heißt, glaube ich, einfach nur Sie. Genau, und der Film heißt Misery. Ah, der Film heißt Misery. Ja, ich habe der mit Kathy Bates, Auch sehr zu empfehlen von Rob Reiner, keine Frage. Denkwürdige Performance von Kathy Bates. Auch wenn sie das Bein nicht abhackt, sondern nur bricht. Ja, im Buch ist es heftiger. Aber bevor wir da jetzt zu weit abgleiten, Perfect Blue ist auf jeden Fall vorgemerkt. Ich weiß nicht, wo kann man den denn sehen? Ich habe ihn, glaube ich, auf Amazon geguckt, irgendwie. Also, ich denke, man kann ihn sich zumindest leihen. Kannst du dir den auf jeden Fall leihen. Ja, vielleicht ist er hin und wieder auch über Prime. Ja, genau. Also, ich glaube, hin und wieder kommt er schon mal auf jeden Fall. Also die Blu-ray ist schweineteuer, wie jede Anime-Blu-ray halt. Oh, nicht jede. Ja, es gibt auch so ein paar, die kriegst du aktuell nachgeschmissen, verhältnismäßig. Wie verdammt viel. Ja, es gibt halt zum Beispiel hier, es gibt dann einen Import, der kostet zum Beispiel nur 14 Euro. Keine Ahnung, wer sie. Ansonsten, wie gesagt, über Prime oder sonst einfach mal ein bisschen durchs Internet stöbern. Da wird man schon fündig auf jeden Fall. Okay. Da wir, glaube ich, alle uns schon als irgendwie Fans von Satoshi Kon bezeichnen können, bleiben wir auch direkt dabei. Und zwar hat dieser nach Perfect Blue einmal Millennium Actress gemacht, dann kam Tokyo Godfathers und dann die Fernsehserie Paranoia Agent. Und dann kam schon sein beinahe letzter Film und über den und wahrscheinlich den bekanntesten Film. Und über den würden wir jetzt gerne sprechen. Genau, mit Namen Paprika, beziehungsweise, Paprika, je nachdem. Etwas seltsamer Titel, der auch bis zum Schluss etwas seltsam bleibt. Wie so vieles bei diesem Film seltsam bleibt, zu Satoshi Kon kann man sagen, dass er den tatsächlich direkt nach Perfect Blue machen wollte. Das ist auch eine Romanverfilmung, soweit ich weiß. Dann ist allerdings die Produktionsfirma, mit der er das umsetzen wollte, in die Insolvenz gegangen. Und deshalb hat sich das alles hingezogen. Währenddessen hat er einige Sachen gemacht, unter anderem eben diese Serie, die du gerade erwähnt hattest. Und dann kam Paprika, bei dem er auch erstmals digitale Techniken eingesetzt hatte und der unter anderem sogar produziert ist von Sony Pictures Classics. So, und ich laviere mich hier die ganze Zeit um die Inhaltsangabe herum. Deshalb halte ich sie so kurz wie möglich. In einer nicht näher definierten Zukunft gibt es eine alternative Form der Psychotherapie, in dem man
ja, Leute an ein kleines Gerät anschließt. Es wird hier nur der DC Mini genannt. Ja, eine Art Traummaschine, womit man Träume sowohl erleben als auch sie genau untersuchen, analysieren kann. Die wird gestohlen für Missbrauch von jemanden, hinter denen die Verantwortlichen nicht so ganz blicken können. Und dadurch vermischen sich Traum und Realität bei ihnen, weil, naja, sie können jetzt jederzeit eigentlich in einen Traumzustand versetzt werden, ohne dass sie es merken. Und das fördert, sagen wir mal so, sehr bizarre Erlebnisse zutage. Habe ich das einigermaßen getroffen? Weil, ich muss zugeben, also ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal geguckt und ich glaube, ich habe beim ersten Mal gar nichts verstanden. Und jetzt hat mich dieses Ding irgendwie so hart gemindfuckt an einigen Stellen. Oder, nee, gar nicht mal gemindfuckt, sondern eigentlich eher so so fasziniert und verstört zugleich zurückgelassen. Das trifft es, glaube ich, ja. Klingt nach dem perfekten Film. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, weiß nicht, wie ist so eure Geschichte mit dem? Erzählt mal, sonst dann kann ich kompensieren, dass ich ihn eigentlich nicht kapiert habe. Also ich glaube, ich habe den Film vor 3 Jahren vielleicht das erste Mal gesehen. Da habe ich den, weil ich davon gehört hatte, einfach, keine Ahnung, aus irgendeiner YouTube-Top-Liste mäßig, Top 10 große Mindfuck-Filme oder irgendwie so. Und da habe ich mir den angeguckt und hatte, glaube ich, tatsächlich auch erst kurz davor irgendwann Inception gesehen. Und da wären wir schon beim Elefanten im Raum. Da sind mir schon so einige Dinge aufgefallen, auf jeden Fall. Und also es war auf jeden Fall auch ein Film, wo ich danach dann auch erstmal saß und ein bisschen verwirrt war. Und das war einer der Filme, wo ich jetzt mal auf YouTube oder gegangen bin und eingegeben habe, Paprika Explained. Ja, bei dem, also ich hasse Explained Video, schönen Gruß an Stu, für den die Pest des Jahrhunderts sind auf YouTube. Ja, ich muss sagen, vielleicht würde ich es mir doch angucken. Wobei, es ist gar nicht mal so schwer, den Film zu verstehen, sondern eher den Überblick zu behalten. Ja. Weil die Handlung ist wie bei Inception eigentlich sehr simpel. Und man muss sagen, ja, da muss man jetzt leider unweigerlich drüber sprechen. Der Film oder beziehungsweise Inception wurde damals relativ früh tatsächlich dafür angemerkt, dass es einige Parallelen zu Paprika gibt und nicht nur von der Handlung her, sondern wirklich von, ja, man kann es halt sagen, teilweise kompletten Szenen oder auf jeden Fall Einzelmomenten. Ich sag nur gewisse Traumübergänge oder wie Jolsons Gordon Levitt da herumgeschwankt ist, das hatte schon was von so einer, ja, also man sieht hier wirklich einiges von Inception beeinflusst. Ja, allein schon wie, weiß ich nicht, ist die Szene beispielsweise aus Inception, wenn man die jetzt so halbwegs im Kopf hat, da gibt's ja die Szene, wo Ellen Page irgendwie ganze Straßenzüge oder auf jeden Fall irgendwie so aus dem Nichts so einen Spiegel heranzieht, den dann zerstört und dadurch einen komplett neuen Weg erschließt. Und das gibt es hier fast 1:1. Es ist ohne Christopher Nolan da irgendwas Böses zu wollen, aber die Parallelen sind schon sehr auffällig, muss man leider sagen. Nicht von der Hand zu weisen. Ich bin vor einigen Jahren wirklich durch eine South Park-Folge darauf gestoßen. Also nicht nur, dass South Park eine sehr gute Akira-Folge hat, von wegen, ich bin Trapper-Keeper. Es gab dann eine Folge, da war Randy Marshall, also der Vater von Stan, in so einer Art Traumsequenz und dann hat er sich in den fickenden Nachtfalter oder so verwandelt und da habe ich dann erfahren, das ist Paprika. Dann habe ich mir Paprika angeschaut und war davon auch erstmal ein bisschen erschlagen und dachte, okay, die Handlung ist simpel, aber diese Übergänge zwischen den Welten, die sind halt ein bisschen tricky. Es fängt ja da schon an bei unserem übergewichtigen Doktor, der wirklich schon was Absurdes an sich hat. Schon allein diese Szene, wie der da am Tisch sitzt und alles erklärt. Und er hebt die ganze Zeit die Hand und er kriegt da quasi
10 Teller Essen noch dazu geliefert, während er das alles in sich reinspachtelt. Schon allein der bringt so eine absurde, surrealistische Komik mit rein, bevor man in diesen Albtraumsequenzen ist. Wobei die Intro-Sequenz für sich genommen schon eigentlich sehr, sehr schnell klar macht. Also, ja, es ist auch wie bei Inception, ne? Du bist direkt im Geschehen. Ja. Du wirst direkt reingeschmissen und der Unterschied zu Inception ist allerdings, also während Inception ja eigentlich relativ, ja, Nolan-typisch stylisch und relativ geerdet daherkommt, ist Paprika ein Angriff auf die Augen, weil der wirklich knallbunt ist. Er ist knall. Also wirklich knallbunt. Der ist wie eine Pinata, wo man draufhaut und es kommt immer mehr raus, der Film. Luisa, wie stehst denn so du Paprika. So zu dem? Ja. Tatsächlich muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe den vor so langer Zeit gesehen, ich glaube, das war 2009 und seitdem ist so, ich weiß nichts mehr. Ich weiß nur noch, dass ich da saß und völlig geflasht war und das war alles. Ja, das ist schon so lange her und ich muss ehrlich sagen, ihr habt mir da jetzt gerade wieder so richtig Bock drauf gemacht. Das ist ja, weil ich, ja. Weil ich meine mich noch erinnern zu können, dass ich dann erstmal da saß und habe gedacht, what the fuck habe ich da gerade gesehen? Also so einen ähnlichen Effekt hatte ich tatsächlich bei, aber jetzt eigentlich eher im negativen Sinne, bei diesem Anime, den es vor ein paar Jahren gab, hier Batman Ninja. Der war so hart, trashig, überladen und teilweise grenzdebil seltsam. Das war Power Rangers schon. Ja, Transformers, Power Rangers, da steckt alles drin. Also Batman Ninja ist okay, also direkt scheiße war der nicht. Ihr könnt euch den ruhig mal ansehen, aber der ist halt, der ist was, was man nicht alle Tage sieht mit der Batman-Lizenz, sagen wir es mal so. Also jetzt mal kurze Anmerkung. Gibt's übrigens gerade auf einmal zum Prime. Nee, Netflix. Genau, ja, den gab es damals extrem schnell auf Netflix, das weiß ich noch. Aber jetzt zurück zu Paprika. Also ich bin irgendwie noch so ein bisschen, also ich mag den Film tatsächlich. Ich mag das Visuelle, auch wenn es teilweise wirklich so hart bizarr wird. Und man sich denkt, kommt jetzt noch was und noch was. Also man könnte auch, bei dem Film kann man, glaube ich, sehr schnell übersättigt sein visuell, weil der wirklich schon übersprudelt vor Eindrücken und Gizmos, kann man eigentlich schon sagen. Was man hier aber anmerken muss, der Film ist auch deutlich kürzer als zum Beispiel Inception. Der hat nur 90 Stunde. Minuten und haut da wirklich Handlung raus. Nicht unbedingt Handlung, aber sagen wir mal, der ist echt wie so eine Wundertüte, die, wo nicht aufhören, Sachen rauszufallen. Eine Pinata. Genau, Pinata. Ja, und Luisa hat Lust bekommen, den nochmal zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Das wird sehr psychedelisch zusammen mit Belladonna. Sadness. Ich überlege auch gerade, ob ich mir einfach beide Abend geben soll. Spezieller Abend. Aber das wird ein sehr harter Abend. Oh Gott. Ja, der Film ist halt ein einziger Fiebertraum. Ja. Das ist. Ja. Aber er, also man muss sagen, jetzt, um mal jetzt auch ein bisschen auf die Inszenierung einzugehen, die Übergänge sind halt grenzgenial. Also vor allem auch immer mit einer gewissen filmischen Note da drin. Ne? Also es wird ja immer wieder von Filmen gesprochen. Es werden auch teilweise Filme zitiert. Ach, das Ding ist ein Bildersturm und ein Angriff auf die Sehnerven. Aber es wechselt eigentlich halt wirklich innerhalb von Sekunden teilweise von Film Noir zu Bugs Bunny. Also da sind die Sprünge teilweise schon sehr hart. Ja, es ist tonal auch halt völlig hart. Also allein schon die ganze Introsequenz, der Film, der sagt dir eigentlich mit der Introsequenz schon, das geht jetzt so 90 Minuten weiter, mehr oder weniger. Also es gibt natürlich auch Atempausen, klar. Aber ja, die sind auch irgendwie nur so ein bisschen, also immer wenn du dich sicher fühlst vor der Pinata in dem Film, dann merkst du gar nicht, dass du draufhaust sozusagen. Klingt also, wie so das komplette Gegenteil von beispielsweise Ghost in the Shell, wo du halt echt viele
Atempausen hast, um irgendwie die Szene zu verarbeiten. Und da wird es dir halt um die Ohren gehauen. Ja, aber er ist ja ähnlich wie, also ich würde sogar sagen, dass er auch durchaus auch von Ghost in the Shell so ein bisschen beeinflusst ist. Was halt so diese technizistische Note angeht. Was einem vielleicht auch ein bisschen stören kann, man konzentriert sich ja nicht hier nur auf eine Hauptfigur, beziehungsweise die anderen Figuren haben halt auch so ihre Trips, sage ich jetzt mal. Wenn man eine andere Referenz als Inception ranziehen würde, dann wäre das, glaube ich, auch nicht weit davon entfernt, sowas wie, eigentlich ist es so ein bisschen The Cell als Anime. Das trifft sogar besser. The Cell, und ja. Ja, ich fand am Anfang so dieser eine Satz, der war halt wirklich so super lasch runtergehauen oder super kurz. Da sagt dieser Dr. Kusaku, ja, er hat diese virtuelle Realität erschaffen, aber er hat quasi vergessen, eine Firewall einzubauen. Deswegen hat da jeder Zugriff und kann das manipulieren. Oh, super. Ja, ja. Ach, nee. Ja, also ich muss sagen, Lukas hat mich jetzt auch echt inspiriert, mir mehr von Satoshi Kon anzusehen. Aber wahrscheinlich nur so ein Film pro Jahr. Ich glaube, dann reicht es. Und über den muss man dann ein Jahr erstmal hinwegkommen und ja, das ist so. Ich meine, im Paprika geht es ja eigentlich auch um Traumabewältigung ein Stück weit. Ne? Ja, und dass man davon Trauma davon trägt, ist, glaube ich, Teil des Konzeptes. Also, aber oh Mann, also vielleicht werde ich mir sogar tatsächlich, weil ich muss sagen, also auch wenn das jetzt irgendwie alles so ein bisschen skeptisch klingt von meiner Seite oder so nach dem Motto, what the fuck, aber ich habe tatsächlich das Bedürfnis, mir den mal irgendwann auf Blu-ray zuzulegen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es sich tatsächlich lohnt, weil das ist ein Film, den kannst du dir immer und immer und immer wieder angucken. Ich meine, der wird ja nicht umsonst auch als Klassiker bezeichnet. Weil er halt einfach auch enorm zeitlos ist, vom Stil, von der Thematik und allem. Und von dem her, ja, kann ich es verstehen. Ich sitze auch schon da und gucke nach DVD. Wir gucken alle gerade nach Satoshi DVDs an. Ja, die Blu-ray ist sogar relativ, also ohne jetzt zu sagen, wo es ist, aber die Blu-ray ist tatsächlich relativ erschwinglich. Ich glaube, die, zack, die plötzlich wandert. Geht der Absatz hoch. Die wandert in meinen Warenkorb. Also auch wenn ich immer noch so ein bisschen verstört bin, ich habe, ja, vielleicht sagt das auch sehr, sehr viele über mich aus, ich habe tatsächlich auch eine bizarre Faszination für den. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so ein Hate-It-Or-Love-It-Kandidat ist. Ne? Man muss einen Hang fürs Psychedelische haben, um den Film zu schätzen zu wissen, würde ich sagen. Ja, und fürs bitterböse Bizarre, also ich musste auch sehr oft an Eternal Sunshine of the Spotless Mind denken, zum Beispiel. Okay. Michel Gondry. Ja, da war es auch ab einem gewissen Moment mit diesen Übergängen ziemlich hart. Ja, und der geht halt auch ähnlich, also nicht nur ins Psychedelische, sondern sagt ja auch durchaus was über die, also du lernst ja das Innenleben der Figuren kennen. Es ist ja nicht nur so, dass es jetzt irgendwie Effekthascherei ist. Und in Paprika gibt es schon Szenen, die sind schon, die schwanken wirklich so zwischen, haben die das jetzt ernsthaft gemacht? Und es ist irgendwie grenzgenial und bescheuert zugleich. Und dabei auch noch wirklich, also der stanzt ja eigentlich so in den Traumsequenzen, stanzt dir der Film eigentlich so wirklich die Augen aus. Und verarbeitet sie zu Mousse. Also visuell ist er eigentlich wirklich das komplette Gegengewicht zu Inception, muss man also sagen. Ich war da von dieser Sequenz verstört, wo der Bösewicht da in Paprikas Gedanken reinschaut. Das ist so plastisch dargestellt. Boah. Ja, ja. Ja, und wie er sie dann auch wortwörtlich öffnet. Ja. Und dann auch der ganze Kontext oder halt dieses Schmetterlingsmotiv, da fand ich auch sehr, sehr stark, ohne jetzt zu viel zu verraten. Also Mensch, schaut ihn euch an. Ich glaube, den kriegt man auch, weiß ich nicht, den kann man selbst irgendwie bei Prime oder für 2,99. Also, aber wie gesagt, ihr müsst schon ein bisschen empfänglich dafür sein, sonst kann der, glaube ich, wirklich. Sonst ist der eigentlich ein einziges konfettifarbenes Fragezeichen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass uns die Hälfte der Leute für die Empfehlung hasst, weil der wirklich spalten kann, der Film. Ja, aber das ist ja, also
der macht halt auch sein Ding, ne? Also die ganze Intro-Sequenz sagt dir schon klar, womit du es zu tun bekommen wirst. Jo, dann ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter dann. Und zwar kommt jetzt eine kleine Ausnahme. Und zwar haben wir ja gesagt, dass wir diese Folge noch nicht über Ghibli sprechen, aber ein Film hat sich dann doch eingeschlichen. Einfach auch, weil der nochmal ein bisschen spezieller ist und sich vielleicht jetzt nicht unbedingt dann so komplett einreiht in die ganzen anderen Filme, die man jetzt vielleicht von Studio Ghibli kennt. Und genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, der ist tatsächlich auf meinen Mist gewachsen. Entschuldigung. Ich habe es mir nicht nehmen lassen können, weil, wie du schon gesagt hast, der ist ein bisschen anders, einmal vom Stil her und auch von der Geschichte. Und zwar geht es um die Legende der Prinzessin Kaguya. Wenn ich mich mal so richtig umgehört habe, dann habe ich auch schon rausgehört, dass der bei vielen auch so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Obwohl der eigentlich aus dem Studio Ghibli kommt, was ja echt enorm bekannt ist mittlerweile. Und was ich bei dem Film so ganz besonders fand, einmal, er geht hin, also ich meine, Studio Ghibli ist ja schon sehr bekannt dafür, dass sie viele Elemente aus der japanischen Kultur und Geschichte und von den japanischen Sagen sich rausholen und dann auch in den Filmen verarbeiten. Aber bei Die Legende der Prinzessin Kaguya sind sie tatsächlich hingegangen, haben einfach mal eine komplette Geschichte von, also eine komplette alte japanische Erzählung hergenommen als Film. Mhm. Und das fand ich eigentlich mal ganz interessant, weil sie da hingegangen sind, haben keine richtige Neuerzählung oder irgendwie ein Mashup gemacht, so wie sie es normalerweise machen, sondern die haben wirklich die Geschichte nacherzählt. Und da geht es im Grunde um so einen kleinen Bambussammler, der ist ein bisschen betagter, verdient natürlich sein Geld, indem er Bambus schlägt und verkauft. Und während dem Sammeln stößt er auf einen Bambus, der plötzlich leuchtet. Und als er den Bambus, den Leuchtenden, näher betrachtet, dann sieht er in so einer kleinen Blume eine kleine Prinzessin. Also ihm kam es zumindest so vor, als sei es eine kleine Prinzessin, weil die so unfassbar hübsch anzusehen war. Aber die war nur handgroß und konnte eigentlich auch gar nicht reden. Deswegen hat er völlig erstaunt erstmal auf sie eingewirkt, versucht mit ihr zu kommunizieren, hat nicht hingehauen. Sie hat ihn angelächelt, dann hat er einfach beschlossen, sie mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Und hat sie seiner Frau gezeigt und die war völlig aus dem Häuschen, hat dann auch schon direkt so ein bisschen den Bezug zu Kaguya gezogen. Und sie hat dann das kleine Mädchen auf der Hand gehabt und plötzlich entwickelt sich das zu einem Säugling. Und daraufhin beschließen die zwei, das Kind aufzuziehen. Und was sie eigentlich nicht gedacht haben, das Kind wird unfassbar schnell groß. Also es wächst halt relativ schnell zu einer wunderhübschen jungen Frau ran. Die junge Frau hat von klein auf bis jetzt tatsächlich auch sehr, sehr viele Freunde gewonnen. Die nennen sie witzigerweise kleiner Bambussprössling, weil sie halt eben so schnell wächst unter anderem. Und sie wundern sich auch jeden Tag, Mensch, du bist so schnell groß geworden. Und was dann, woraufhin aber auch die Eltern, also die Zieheltern, sich entscheiden, sie wollen das Mädchen, weil es ja sowas Besonderes ist, aus dem Ländlichen rausholen und in die Stadt ziehen und es als Prinzessin etablieren. Und das machen sie dann auch. Und irgendwie, ja, also natürlich kommen dann auch immer mehr Leute und interessieren sich für sie, nachdem sie quasi ihren Ruf hergestellt hat. Und sie wird immer melancholischer. Es gibt auch viele Bewerber, die sie gerne als Frau hätten, aber keiner scheint irgendwie zu genügen. Sie gibt denen ein paar kleine Aufgaben an die Hand, die sie dann erstmal erreichen sollen, um ihre Ernsthaftigkeit zu beweisen. Und ja, da ist dann natürlich die Frage, überhaupt, woher kommt denn die Prinzessin Kaguya und warum ist sie denn so melancholisch?
Und was ich einfach nur super schön fand, also wie gesagt, das kommt aus Japan, klar, Studio Ghibli, der ist 137 Minuten lang, kommt aus dem Jahr 2013, würde ich auch eher so Richtung Fantasy-Drama einordnen. Und was auch ganz interessant ist, da hat mal Isao Takahata die Regie geführt, also nicht, wie man es häufig kennt, Hayao Miyazaki. Und das merkt man auch enorm. Also der Zeichenstil ist unfassbar einfach gehalten, aber super dynamisch. Und man sieht halt auch sehr viele, also die Farben, das ist unfassbar balsam für die Augen, weil das einfach mal im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir bis jetzt besprochen haben, eher pastellfarbig gehalten ist. Und man sieht sich auch immer sehr schön eigentlich an das alte Japan erinnert. Man guckt so drauf, du hast viele feine Striche und feine Szenen gearbeitet, aber halt immer so ein bisschen in dem traditionell japanischen Stil. Und das finde ich unfassbar schön. Kennt ihr überhaupt den Film? Ich kenne ihn auf jeden Fall. Ich kenne ihn auch, ja. Ich habe ihn einmal gesehen, weiß nur, dass ich, also der wurde damals eigentlich, zumindest innerhalb einer gewissen Filmblase, sage ich mal, unglaublich gehypt. Ja, verständlich. Dann habe ich ihn relativ spät gesehen. Ich glaube, er ist irgendwie ein Jahr nach Veröffentlichung. Und ich war tatsächlich so ein bisschen ernüchtert von der Handlung. Echt? Müsste ihn aber auch noch mal sehen. Aber visuell ist der halt. Wunderschön. Also ich weiß noch, ich hatte damals, glaube ich, mal bei einem anderen Film den Trailer im Kino gesehen. Da gibt es ja diese Sequenz, die ist ja ganz legendär, wo sie irgendwie rennt. Na, bei den Kirschbäumen oder genau, Mondlichter. Ja. Genau, mit den Haaren. Das ist schon, also da denkt man sich schon, guckt man jetzt eigentlich noch einen Film oder sitzt man in der Kunstgalerie? Ja, das ist wirklich absolut wunderschön. Das ist auch so eine gute, so wahnsinnig gut animiert. So. Und wie schon erwähnt, es hat ein bisschen simpler gehalten, der Stil. Und es ist halt so ein bisschen, hat so eine Optik, so diese Schwarz, als ob das so, so Kohlefarben wären, so Kohlestift. Ja. So. Ja. Ist der irgendwie daran angelehnt oder vielleicht so Tuschezeichnungen eventuell auch? Ja, also du hast ja auch im Japanischen viel mit Aquarelltechnik. Und wenn ich mich richtig eingelesen hatte damals, dann soll das auch tatsächlich diesen Aquarellstil so ein bisschen mit reinnehmen und ein bisschen, ja, so rüberviben. Und ich fand, ja, ne? ja, doch, absolut. Mhm. Weil du hast ja eigentlich so den Eindruck, dass du im Grunde ganz, ganz viele Bilder von einer Geschichte siehst. Also nicht einfach nur einen Film, sondern so, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein paar traditionellere Filme gesehen habt. Mit den typischen Tuschezeichnungen und allem. Ja, man hat halt wirklich so den Eindruck, da wird halt in dem Stil wirklich die Geschichte erzählt. Mhm. Das fand ich auch mal so eine schöne Ausnahme aus dem Haus Ghibli. Deswegen habe ich mich ja auch dafür entschieden, weil der steht im kompletten Kontrast zum Rest. Ist absolut unüblich. Und auch von der Story her, weil sie ist zwar auch ein sehr starker Charakter, aber an manchen Stellen lässt sie halt auch sehr viel mit sich machen, wo man oft so fragt, ist es überhaupt noch so in deinem Sinne? Also man versucht immer so irgendwie in ihren Kopf reinzugucken, aber da kommt man halt nicht rein. Ne? Mhm. Und versucht so den Charakter auch ein bisschen nachzuvollziehen und da rätselt man eigentlich immer leise mit und das fand ich ganz schön. Das Schöne ist, im Vergleich zu dem Rest der Filme, die wir bis jetzt besprochen haben, ist der auch schon ab null freigegeben. Ja. Ich fand, das war wirklich wie so ein animiertes japanisches Kinderbuch. Es war eine naive Erzählweise, aber auch gerade dieser aquarellige Look hebt den auch von diesen ganzen Miyazaki-Filmen ab. Ja. Wir haben auch wirklich viel weiße Farbe in den Film. Und ja, extrem. extrem. Ja. Und ihre schwarzen Haare kommen halt immer super krass raus. Ne? Also sie ist halt immer sehr präsent, dadurch, dass alles schon total weiß gehalten ist und eher so pastellig und dann diese kohlrabenschwarze Haare, total klasse. Im Prinzip kannst du auch als den kompletten Kontrast von Sadness of Belladonna betrachten, weil das ist, das ist auch sowas Handgemachtes, aber kindlich und schön und
den kann man halt wirklich auch bedenkenlos zum Beispiel mit kleinen Kindern anschauen, im Gegensatz zu dem ganzen anderen Rest, den wir hier vorgestellt haben. Ja, der andere Film ist ab 18 gewesen, der hier ist ab 0, da schließt sich das Deck. Ja, ich habe mir jahrelang irgendwie vorgenommen, den nochmal zu gucken. Also ich fand den visuell unglaublich berauschend, inhaltlich so ein bisschen repetitiv, glaube ich, und sehr langatmig. Der nimmt sich halt viel Zeit, Absolut. Ja, der ist auch, müssen wir dazu sagen, also Isao Takahata ist ja so die zweite Säule von Studio Ghibli gewesen, neben Miyazaki. Isao Takahata hat zum Beispiel die letzten Glühwürmchen natürlich inszeniert. Meine Nachbarn, die Yamadas, der visuell so ein bisschen in die Richtung geht. Ist allerdings längst nicht so fleißig gewesen, natürlich wie Miyazaki, ist auch mittlerweile verstorben, aber die sind so in einem Alter. Aber das sind eben so die beiden ganz großen Namen bei Ghibli gewesen. Der hat immerhin eine Oscar-Nominierung in dem Jahr bekommen, dieser Film. Ja. Richtig, ja. So, Miyazaki hat ja auch eher so primär die fantastischen Filme gemacht und Isao Takahata hat ja mehr so Filme, die ein bisschen geerdeter waren meistens. Ja, weil das ist schon eher ein Märchenfilm. Wenn man also der Film geht schon auf jeden Fall. Das ist, basiert ja auch auf einer japanischen Märchenerzählung. Legende, genau. Das sollte man da vielleicht auch so rein dramaturgisch akzeptieren, denke ich mal. Vielleicht hatte ich da auch falsche Erwartungen. Ich glaube tatsächlich auch, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ob man jetzt, wie wir halt aus westlichen Ländern kommen oder ob man aus Japan kommt. Weil ich glaube, in Japan ist das, glaube ich, eine Erzählung, die sehr, sehr viele Leute kennen so. Und dementsprechend, glaube ich, viele wissen so. Das ist, glaube ich, also, ob wir uns jetzt einen Schneewittchen-Film angucken würden oder so. Ja, aber deswegen meinte ich, du kannst der dann nicht vorwerfen, dass sie naiv ist, weil diese ganze Erzählung halt auch einfach ziemlich naiv daherkommt. Von daher, das trifft den ganzen Geist von dieser japanischen Sage wieder. Ja, aber ich hab generell so ein bisschen den Eindruck, dass Isao Takahata so ein bisschen mehr dem japanischen Stil zugewandt ist, weil wenn man so ein bisschen, also ich meine, ich selber verbinde mit der japanischen Kultur viel Besinnung, viel Achtsamkeit, viel Ruhe. Und das bringt Isao Takahata halt einfach auch in zum Beispiel die letzten Glühwürmchen total rein. Also dieses Teil, also stellenweise sehr, sehr ruhige, nochmal so dieses Zurückbesinnen. Und das hat man halt bei Die Legende der Prinzessin Kaguya auch ganz extrem. Also da hast du ja eigentlich, also die haben schon Sprechzeit, das auf jeden Fall. Aber im Vergleich zu anderen Filmen ist die Sprechzeit wirklich kurz oder gering, relativ gering. Du hast ja ganz, ganz viele eher ruhige Szenen oder wo sie einfach nur lacht, beispielsweise, und quasi ihr Dasein auf der Erde total genießt, in vollen Zügen auch erlebt. Und diese Achtsamkeit, das ist da halt in dem ganzen Film extrem starker Fokus. Und deswegen, glaube ich, tut es dem auch gar keinen Abbruch, dass der so naiv quasi daherkommt. Weil mir ist es auch passiert, beim ersten Mal habe ich gedacht, so, kann man mal gucken. Ganz nett, ganz nett, aber als ich dann einfach diese Melodie am Ende nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe, da habe ich dann gedacht, ich muss ihn nochmal gucken, sonst habe ich ewig einen Ohrwurm. Und Yuehisa Ishii hatte ich gekriegt, ne? Genau, natürlich. Ich habe den Film hier tatsächlich als Vorbereitung für diesen Podcast zum ersten Mal gesehen. Ich habe da gar nichts erwartet. Ich bin da komplett ohne Erwartungen reingegangen. Und vielleicht war auch das der Knackpunkt, dass mich dann der Film angenehm überrascht hat. Und nach all dem, was ich mir dann davor für den Cast angesehen habe, war das halt wirklich so das komplette Kontrastprogramm dazu. Ich war da angenehm überrascht, muss ich halt dazu sagen. Ja, also von mir kriegt er auf jeden Fall irgendwann mal eine neue Chance. Der ist ja, die sind ja, also das Schöne bei den Ghibli-Filmen ist, die sind ja alle auf Netflix momentan. Oder eigentlich schon lange Zeit. Bis auf die letzten sind die alle auf Netflix. Ja, weil der nicht direkt von Ghibli ist, da haben sie nicht die Rechte dran. Das ist sehr schade. Ja, aber die letzten Glühwürmchen, da kommen wir, glaube ich, im Ghibli-Cast definitiv drauf. Sicherlich. Den kann man nicht außer Acht lassen. Also den hier gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Ja.
Also, du musst den, glaube ich, aus dem Gesichtspunkt angucken. Also, ich nehme da jetzt ein kleines bisschen was vorweg. Also, sorry, Spoiler. das Mädchen, ich meine, dass die wahrscheinlich nicht in der Form irdisch ist, das zeigt ja schon die Geschichte. Und sie selber hat auch irgendwo immer den Drang, alles ganz genau erleben zu müssen und jeden Moment irgendwie in gewisser Weise genießen zu müssen. Und es gibt so ein ganz spezielles Lied, da geht's, also das ist ein sehr, sehr altes japanisches Lied scheinbar, ein Kinderlied. Und die Kinder, die singen das auch sehr, sehr häufig. Und sie ist die Einzige, die tatsächlich auch mehr von, also noch mehrere Zeilen von dem Lied kennt. Die anderen sind da halt auch sehr überrascht, woher sie das überhaupt, also diese Zeilen kennt. Und sie wird immer wahnsinnig melancholisch. Also sie kommt gar nicht von dieser Welt in der Form. Also sie kann die Welt, hat die Welt in der Form, wie sie jetzt gerade dort die Welt erlebt, ja nie erlebt. Und scheinbar gab es halt von ihr immer so eine Sehnsucht, auf der Welt stattzufinden. Und ja, das Positive wie das Negative einfach in sich einzusaugen und einfach selbst wenn es noch so banal ist, und deswegen kommt halt dieses Naive daher, aber man muss halt auch bedenken, für jemanden, der so die Welt nie so richtig für sich erleben konnte, sind die kleinsten Dinge ja schon enorm wundervoll. Schon allein sowas wie ein Kirschblütenmeer vom Baum. Da gibt es ja auch so eine ganz bekannte Szene. Das erlebt sie ja ganz intensiv. Sie springt da rum, tanzt, lacht, wo wir vielleicht so da sitzen würden und sagen, ja, ist zwar ganz schön, aber ich würde jetzt deswegen nicht so durchdrehen. Richtig. Richtig. Und deswegen, ich denke, da muss man so ein bisschen nochmal die Haltung verschieben oder die Perspektive verschieben. Und ich finde, der Film zwingt einen ganz gut, nochmal die Kleinigkeiten, die kleinen schönen Dinge im Leben selber zu sehen. Also in dem, was uns halt umgibt, auch in der Form, wie wir mit Menschen interagieren. Und das, finde ich, hat er ganz, ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, das kam bei mir tatsächlich auch erst beim zweiten Mal gucken. Ich würde sagen, wenn man sich auf diesen Film einlässt, dann entschleunigt er einen, wie diese Hauptcharaktere auch entschleunigt sind. Wenn man sich drauf einlässt, wenn man jetzt da rangeht und den nächsten Miyazaki-Knaller erwartet, dann kann ich verstehen, dass man da enttäuscht wird. Ja, absolut. Ja. Also man darf den nicht aus dem Studio Ghibli-Gesichtspunkt sehen, das auf keinen Fall. Aber ich finde, für sich ist er auf jeden Fall ein kleines künstlerisches Kleinod, was man gar nicht so verachten darf. Ja. Genau, so. Wir sind im Endspurt schon. Wir haben noch zwei Filme, über die wir sprechen möchten. Und genau, Luisa, du kannst eigentlich direkt weitermachen. Ja. Genau, ich habe mir auch nochmal ein bisschen was zum japanischen Background ausgesucht. Und zwar In This Corner of the World. Kann man übrigens derzeit auch auf Netflix betrachten. Da geht's um die 18-jährige Susu. Die ist total verträumt, weswegen ich mich sehr gut mit ihr identifizieren konnte. Sie ist ein absolut verpeiltes Mädchen, aber sehr, sehr liebenswürdig. Und sie wächst in Japan auf, und zwar in den frühen 30ern. Der Film selber spielt in den 40er Jahren. Und wenn ihr jetzt schon mal 40er Jahre hört, dann mag es vielleicht schon ein bisschen klingeln. Es ist, glaube ich, im Jahr 1944, als sie dann verheiratet wird. Sie wird verheiratet, sie selber wächst in Hiroshima auf. Ah. Richtig. Dann könnt ihr ungefähr schon mal euch vorstellen, worum es geht. Sie wächst in Hiroshima auf und zieht dann aber nach der Heirat nach Kure. Und zwar ist Kure ein Marinestützpunkt zu der Zeit für den Zweiten Weltkrieg, ein super wichtiger Stützpunkt tatsächlich. Und ihr Mann, den sie geheiratet hat, ist ein junger Marineangestellter, der heißt Shusaku. Ist ein total lieber Mensch, aber sie selber versteht auch gar nicht, wie er eigentlich auf sie aufmerksam wurde, aber hat immer wieder so ein bisschen so den kleinen, diese kleine Story im Hinterkopf, auf der sie wurde mal
in die Stadt geschickt und sollte eigentlich eine Erledigung machen und wurde dann entführt. So stellt sie sich das immer vor und erklärt es auch ihren Eltern. Und sie wurde von einem alten Mann entführt, in so einen Korb auf dem Rücken gesteckt. Und da saß dann auch ein anderer Junge, der eben dieser besagte Shusaku sein soll. Richtig. Und jeder denkt sich schon so, oh, das kann ja überhaupt nicht sein. Ne? Das klingt so nach einem kleinen Kindergespinst. Also genau auf dem Level bewegt sich halt auch Susu immer wieder, weil sie halt sehr, sehr verträumt ist und auch unfassbar kreativ, denn sie zeichnet auch sehr, sehr gerne. Und genau, als sie dann so zu ihrer neuen Familie zieht, ist es ja ein Riesenumschwung, von der alten Familie, von der eigenen Familie getrennt zu werden, von Hiroshima. Das ist ja auch eine Riesenstadt gewesen damals oder ja, eine der größeren Städte. Und zieht dann in die kleine Provinz Kure und kommt dann in der neuen Familie an und muss ja erstmal damit kämpfen, sich da reinzufinden. Bis jetzt hat man eigentlich noch nicht so viel vom Zweiten Weltkrieg in ihrem Alltag erlebt, aber das ändert sich relativ stetig. Nicht zügig, aber der Krieg zieht immer weiter ein und sie haben immer mehr mit Problemen zu kämpfen, zum Beispiel mit Proviantbeschaffung und ja auch, dass eben immer wieder Luftangriffe stattfinden, weswegen sie dann in Luftschutzbunker stürmen müssen oder auch mal das Haus fast vor einem Feuer bewahren müssen. Und was ich aber, also ich möchte jetzt nicht mehr so weiter viel vorwegnehmen, es ist eigentlich ganz interessant, wie sie mit dem Alltag umgehen. Es wird auch noch ganz, ganz viel Furchtbares passieren und auf die Familie zukommen, was später natürlich auch die berühmt-berüchtigte Hiroshima-Bombe. Was ich aber an der ganzen Story und der Aufmachung so enorm interessant finde, ist, wie die Familie und auch Susu eigentlich mit dem Alltag zurechtkommt. Das wirkt alles nicht so überdramatisiert, so wie wir es von typisch westlichen Filmen eigentlich gewohnt sind, sondern die arrangieren sich ganz häufig einfach mit der Situation und versuchen, das Beste draus zu machen. Also man denkt immer, das ist alles so ganz, ganz furchtbar, aber dadurch, dass es halt immer so kleine, stetige Veränderungen im Alltag sind, auf die man sich einstellen muss, gelingt es denen auch immer ganz gut, sich irgendwie durch den Alltag zu kämpfen, neue Ideen einfallen zu lassen, um den Alltag auch besser zu meistern. Und das ist eigentlich so ein richtiger, uns geht's zwar richtig scheiße, aber wir haben uns gegenseitig noch und ein Dach über den Kopf. Also ganz so schlimm geht es uns auch nicht. Ja, richtig. Obwohl es eigentlich als Drama betitelt wird. Und es kommt aus dem Studio MAPPA. Ich denke, MAPPA sagt wahrscheinlich ganz vielen was. Vor allem, wenn ihr, ich weiß nicht, Inuyashiki Last Hero hatten wir, glaube ich, hier so. Ja, den hatten wir zusammen. Den hatten wir zusammen, ne? Genau. Dorohedoro ist von MAPPA. Falls ihr den noch nicht auf Netflix gesehen habt, guckt es euch an. Der ist herrlich bescheuert. Oh ja, das ist ein Splatterfest. Absolut. Und vielleicht kennt ihr auch noch Yuri on Ice. Der wurde ja heiß diskutiert, weil er technisch extrem gut gemacht wurde. Und da muss ich auch nochmal anknüpfen. Technisch ist auch In This Corner of the World super gut gemacht. Basiert auf einem Manga, genau, von Fumio Kono. Und die haben den echt schön umgesetzt. Es ist auch wieder so ein kleines cineastisches Kunstwerk. Also die haben einen sehr einfachen Stil. Deswegen muss ich auch sagen, der erinnert ein kleines bisschen an die Legende der Prinzessin Kakura. Wenn der aus dem Jahr 2016, also er kommt aus dem Jahr 2016, ist ungefähr 130 Minuten lang, hat nicht so eine frühe Altersfreigabe wie die Legende der Prinzessin Kaguya. Der ist erst ab 12 freigegeben, weil es da doch tatsächlich ein paar sehr drastische Szenen gibt. Wenn man sich das in der IMDb anguckt, dann sieht das aus, als würden sich in dem Film alle 5 Minuten Heimatfilm und Kriegsfilm so abwechseln. Ne? Ja, also so ganz drastisch finde ich es nicht. Aber ja, man sieht halt einfach, wie eine ganz normale, einfache Familie langsam mit dem Krieg umzugehen lernen muss. Und das fand ich eigentlich echt interessant, weil es
weil es halt einfach diese ganze Dramatik, die man immer damit so im Hinterkopf hat, mal komplett rausnimmt. Und dann denkt man sich so, ja gut, wahrscheinlich wird's, also wenn man halt versucht, positiv zu bleiben und nicht immer gleich kopflos das Drama sieht, damit man irgendwie über die Runden kommt und noch weiter den Alltag leben kann, dann würde ich mich wahrscheinlich auch hoffentlich so verhalten. Genau. Habt ihr den denn gesehen? Ja. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Nicht? Ich habe mir nur den Trailer angeguckt vorhin nochmal. Und da fand ich, das sah aus, als ob es ein sehr ruhiger Film ist. Ja. Ist es auch, ja. Der wird aber immer wieder drastisch unterbrochen. Ich fand so die kleinere, harmlosere Schwester von den letzten Glühwürmchen. Wollte ich gerade sagen. Ja. Und ja, ich musste auch eine Lanze für die deutsche Synchro brechen, weil Susu wird hier ziemlich gut von Luisa Wiczorek synchronisiert. Die hat sowas leicht Verträumtes. In der Stimme, ja. Aber das wird auch immer wieder so von so einer Ernüchterung gebrochen. Also die strauchelt immer wieder. Manchmal ist sie irgendwie komplett lethargisch und muss sich dann immer wieder in dem Film aufraffen. Also sie steckt schon ein bisschen was weg und muss sich dann neu finden in diesen neuen Situationen. Ich kann mich da halt ziemlich dran erinnern, dass da 5 Minuten lang erzählt wurde. Ich habe die Zeit wirklich gestoppt. Mit was für Mitteln die das Essen gestreckt haben. Also sie erzählt da, wie sie das Essen dann mit Löwenzahn gestreckt haben und das. Und dann haben sie das in Salz eingelegt. Dann haben sie das dann noch zusammengemischt und so. Oder, und Reis aufgebrochen, genau. Damit er besser aufquillt. Ja, ja. Es klingt aber auch erzählerisch für mich gar nicht so uninteressant. Also, dass der so ruhig erzählt ist, passt eigentlich ganz gut, könnte ich mir vorstellen, weil das ist so wirklich so die Ruhe vor dem Sturm. Vor allem diese Stadt hier, Kure oder wie die heißt, die ist ja durchaus geschichtsträchtig. Also, da wurde beispielsweise dieses wirklich im Zweiten Weltkrieg sehr relevante Kriegsschiff oder Schlachtschiff Yamato. Genau, gebaut, richtig. Beispielsweise. Von der wird auch sehr viel gesprochen im Film. Ey, ja, man kann sagen, die Mutter, beziehungsweise die Schwiegermutter da, die versucht, die sowohl mit der harten Realität zu konfrontieren, als auch die so ein bisschen davon abzukapseln. Also Zuckerbrot und Peitsch, die versucht sie irgendwie zu behüten, aber dann trotzdem immer wieder so ein bisschen mit der harten Realität zu konfrontieren. Ja, weil es ist ja eigentlich einfach gerade so, wie es ist. Man kann nicht mehr tun, als es zu akzeptieren. Und ja, das finde ich, machen sie in dem Film enorm gut. Eben wie du schöne sagst, Botschaft. Die Mutter, aber auch, was ich ganz interessant finde, wenn sie auch immer mal wieder zur Familie zurückgeht, dann ist sie wie, ausgewechselt. Sie ist einfach entspannt, sie ist dann wieder so richtig angekommen. Sie muss ja auch einmal zurück zur Familie, weil sie total gestresst war bei der neuen Familie. Sie hat extrem viel abgenommen und sie war eh schon sehr unterbesetzt. Und dazu dann hat sie halt auch noch sehr viele Haare verloren und richtige kahle Stellen am Kopf. Und daraufhin hat die eingeheiratete Familie gesagt, geh zu deiner Familie nach Hiroshima, damit du dich erstmal wieder ein bisschen erholen kannst. Ja, und dann haben wir noch so teilweise so lustige Alltagssituationen, wo sie auf den Schwarzmarkt geschickt wird und da erstmal wirklich blöd guckt, weil sie denkt, ja, ihr habt doch alles und dann geht's hin, oh, das kostet so übertrieben viel, dann müssten wir ja ein Jahr für arbeiten und dann verläuft sie sich da, also da wechseln sich so diese banalen Alltagssituationen, die sich durch diese Situation gerade ergeben, ab mit so Sachen wie die Ameisen. Die fangen jetzt an, den Zucker zu klauen, der jetzt ohnehin schon knapp und teuer wird. Ja. Ja, vor allem, wie wichtig plötzlich so ganz viele Kleinigkeiten werden, das finde ich halt ganz interessant. Hat man ja beispielsweise bei Corona auch gemerkt mit der Klopapier. Der Klopapierkrise, ja. Ja, da musste ich jetzt, ich glaube, dass der unter Corona sogar, dass man da eventuell so einen anderen Blick nochmal drauf kriegt, ohne jetzt hier Corona mit dem zweiten Weltkrieg vergleichen zu wollen. Nee, dritter Weltkrieg war Akira. ich finde, also ich muss sagen, mir imponiert gerade sehr wirklich so diese Botschaft von wegen, wir können daran jetzt nichts ändern und wir machen jetzt das Beste daraus, was gerade geht. Na, statt sich jetzt irgendwie von morgens bis abends selber zu bemitleiden und irgendwie sowas Jammeriges hervorzubringen.
Diese Selbstbemitleidungsszenen hast du auch hier und da im Film. Mhm. Aber ich muss auch ehrlich sagen, die rücken total in den Hintergrund, weil du hockst dann oft da und denkst dir so, ja, oh mein Gott. Also so ein Ausbruch und einfach mal nur da sitze und verzweifelt sein und zu heule oder zu schreie. Mhm. Das kann auf Wunder wirken. Das ist für jeden Mensch völlig normal. Das ist so menschlich, vor allem in der Situation, in der sie sich befinden, ja, fühlt man sich halt oft auch gefangen. Mhm. Und da machtlos. Muss es irgendwo auch mal raus. Und deswegen ist es völlig verständlich und nachvollziehbar. Und man hat aber auch das Gefühl, dadurch wirkt es dann auch wieder so richtig menschlich und nahbar für einen selber. Weil man hat immer so das Gefühl, ja, so würde ich gern sein. Und ja, so wäre ich in dem Moment wahrscheinlich auch. Und es ist halt irgendwie total verständlich. Und ich finde, man wächst mit dem Film auch ganz gut mit, weil man halt auch viel sein eigenes Verhalten und seine Sichtweise hinterfragt. Deswegen, ja, fand ich den auch extrem beeindruckend, weil das halt einfach mal so ein Kriegsdrama-Ding war, ohne dass es halt ständig nur, ich weiß nicht, ganz, ganz schlimm alles dargestellt wird, sondern wie es halt auch sein kann. Ne? Also das es war irgendwie realer als alles, was ich bisher so über Krieg gesehen habe, muss ich sagen. Ja, es sagt natürlich auch einiges aus über den Umgang der Japaner mit solchen Situationen. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise mal auch an, jetzt gar nicht mal Hiroshima oder Nagasaki, sondern eher hier sowas wie Fukushima denkt. Einfach wie die rein gesellschaftspolitisch oder einfach zwischenmenschlich mit solchen Katastrophen umgehen. Da haben die auch eine sehr, sehr eigene Art, die dann zum Beispiel auch sowas in hier bei Ghibli in Ponyo, wo man dann vielleicht nächstes Mal drüber spricht, da wird das auch nochmal durchaus illustriert. Aber ich muss sagen, der interessiert mich echt jetzt richtig doll, ja, muss ich zugeben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den durch Zufall auf Netflix, ich glaube vor 2 Jahren, müsste das gewesen sein, entdeckt. Und ich habe den seither, ich glaube, 6-mal gesehen. Oh, feier, okay. Ja, und was ich auch sagen muss, ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging am Anfang, Patrick, und zwar, als ich den das erste Mal gesehen habe, musste ich wirklich aufpassen beim Folgen. Dadurch, dass halt Susu so unfassbar verträumt ist, das ist ja auch ihre Erzählung, also sie führt quasi durch den ganzen Film, war es dann teilweise super schwierig, durch diese extrem verträumte Art rauszufinden, was ist jetzt eigentlich gerade in ihrer Fantasie, was sind so ihre Träume und was ist jetzt eigentlich gerade Realität. Und das, muss ich sagen, ist aber ein super interessantes Stilmittel, weil ich weiß nicht, wie viele verträumte Menschen hier sitzen, hast du teilweise manchmal auch im Alltag. Ich hatte als Kind viel damit zu kämpfen und habe vieles auch irgendwie vermischt und habe dann gedacht, ich glaube, das ist bei Kindern normal, dass sie auch so ein bisschen Traum und Realität auch vermischen. Und dass sie sich das so ein kleines bisschen bewahrt hat, zeigt halt auch, na, sie ist halt auch erst 18, ne? Sie ist jetzt gerade erst mal so langsam dabei, erwachsen zu werden. Und das fand ich einfach super. Auch wenn ich dann erstmal noch ein zweites Mal gucken musste, um dann wirklich den Film in sich besser verstehen zu können. Das ist jetzt ein paar Monate her, dass du mir diesen Film empfohlen hast. Ich habe den danach auch geschaut. Da war dieser Wechsel teilweise echt, ich würde schon fast sagen, so ein japanischer JD, wie dieser abgeschweift ist. Je mehr der Film voranschreitet, desto geerdeter wird der. Ich fand da auch schön, dass dann auch das mit der Zwangsheirat da nochmal ausgesprochen wurde und die Art, wie sie das ausspricht, mit dieser Ehrlichkeit. Da war sowohl dieses japanisch-höfliche drin, aber auch trotzdem so gnadenlos ehrlich, wie das in der japanischen Kultur sein kannst, eben drin. Ja. Also das hat so dermaßen gut zum Charakter gepasst. Aber auch, dass überhaupt so kommuniziert wird über Dinge, wir sind es ja so in der Form gar nicht gewohnt. Ne? Ich fand es echt super, dass sie, dass da einfach so generell so eine krasse Respektstimmung da immer stattfand, dass man sich Dinge klar sagen konnte, aber ohne beleidigend zu werden oder sonst was. Und was ich ganz süß finde, ist die eine Szene, wo sie eigentlich, also sie ist ja eigentlich immer eine super liebe Ehefrau und versucht alles richtig zu machen, aber irgendwann
bricht es halt über das junge Paar halt auch mal rein. Sie haben den ersten Ehekrach und der ist so witzig und so süß. Und man denkt sich einfach nur so, ja, manchmal braucht man halt auch Streit, dass man sich wieder auf einen Nenner besinnen kann, ne? Und mit jeder Herausforderung wächst man und wird erwachsener, weil Susu am Ende halt wirklich, wirklich gewachsen ist, das kann man so sagen. Also sie ist unfassbar als Charakter gewachsen. Das merkt man halt auch, wie sie lernt, also sich selber auch besser kennenlernt und auch die Situation wieder aus anderen Blickwinkeln betrachtet. Und das, finde ich, bringt der Film enorm gut rüber. Also ich konnte viel für mich mitnehmen. Und ich weiß jetzt nicht, Patrick, du vielleicht auch, ich keine Ahnung. Ich fand den Film ansehbar. Das war halt wirklich die harmlosere Schwester von die letzten Glühwürmchen. Aber so jetzt, wenn du den auch so als Kriegsfilm siehst, dann ist das auch so mit einer der realistischen Kriegsfilmerfahrungen, die ich da gemacht habe. Absolut, ja. Würde ich auch so sagen. Alles klar. Ja, nee, ist auf jeden Fall jetzt schon ein paar Minuten auf meiner Watchlist vorgemerkt. aber ich würde sagen, wir kommen mal so zum Crescendo, Lukas, ne? Ja, würde ich auch sagen. Wir sind gut in der Zeit auf jeden Fall, haben ordentlich. Und genau, wir machen jetzt den letzten Film und der ist nochmal was richtig Besonderes. Ja. Also wir haben jetzt hier den Film Mutterfuckers. Den habe ich auf einem Anime. FSK 18? Der ist ab 16. Den habe ich mal auf einem Anime-Festival sehen dürfen. Und der ist jetzt wirklich das komplette Kontrastprogramm zu all diesen Filmen, die wir gesehen haben. Es geht um einen Pizzalieferanten, der heißt Angelino und der lebt in der sehr runtergekommenen Stadt Dark Meat City. Angelino ist halt ein ziemlicher Chaot. Der hat keinen Job länger als 3 Wochen. Der verliert die dauernd, weil er halt wirklich so komplett durch ist. Und an einem Tag in seinem Leben ändert sich das Ganze nochmal, als er Luna irgendwie beim Motorradfahren sieht und einen Unfall baut. Also diese Luna bringt sein Leben komplett durcheinander. Da werden sie von Men in Black gejagt. Da sind dann auf einmal mexikanische Wrestler hinter denen her. Da stoßen sie auf eine Regierungsverschwörung. Ich will ja nicht allzu viel vorwegnehmen, aber der Film würde am ehesten so GTA Dark Meat City meiner Meinung nach heißen, weil da so viel Durcheinander-Chaos ist, dass er einfach nur Spaß macht. Den kann man in der biergeselligen Runde mit Kumpels am besten schauen oder mit Leuten, die sonst nichts mit Animes zu tun haben, weil der wirklich so losgelöst von allen ist. Der wirft dann auf einmal auch so Comic-Grafiken um sich. Also wenn er sagt, was zur Hölle ist hier los, dann steht das so in so einer riesigen Comic-Schrift auf einmal vor dem. Und die lustige Parallele zu allem ist, der Drahtzieher hinter all dem wird da und bei der Wolfsbrigade von Klaus-Dieter Klebsch synchronisiert. Also sogar das Stimme von Alec Baldwin zum Beispiel. Ja, genau. Oder von Dr. House. Oder genau, genau. Und sogar dieses seltsame Aussehen von unserem Angelino wird Teil der Geschichte sein. Ich will das halt nur nicht vorwegnehmen, aber das ist wirklich so der schöne Rausschmeißerfilm, der biergeselligste, gamigste Anime-Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Ja, es sieht irgendwie aus wie Little Big Planet meets GTA, so ein bisschen. Ja, der sieht so abgefuckt aus, ich finde, aber man sieht auch, man sieht auch eindeutig, finde ich, die französische Mitarbeiter drin, so. Ja. Wenn ich so überlege, so irgendwie viele Animationen, die aus Frankreich kommen, hätte wirklich auch immer so einen sehr prägnanten, einzigartigen Stil und ich finde das ist hier genauso. Sieht sehr spaßig aus, muss ich sagen. Der ist sehr spaßig. Ich habe den ja halt auf einem Anime-Festival gesehen. Und da mit den richtigen Leuten hat er nochmal eine extreme Spur mehr Spaß gemacht. Also da wird wirklich applaudiert und gejohlt. Also, das war wirklich so ein richtig geiler Kinobesuch, den ich da hatte. Das scheint aber auch wirklich ein Nerdfest zu sein, ne? Ja. Kann das? Ja.
Das sieht aber echt total durch aus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da so ein bisschen so, ja, wie schon vorhin kurz gesagt wurde, Frankreich-Vibes und also Frankreich-Anime und Dorohedoro ist ja auch so ein bisschen so völlig. Oder wenn ich nur noch da sitze und erstmal denkst, wie Banane. Eigentlich sehen die Figuren so ein bisschen aus wie Funko-Pop-Puppen, ne? So ein ja. bisschen mit den großen Köpfen. Ja. Und den kriegt man ja. auch für Anime-Verhältnisse schmales Geld auch bei diversen Anbietern. Giancarlo Esposito ist da sogar drin. Ja. Sieht aus wie seine Figur aus Breaking Bad, nur ohne Haare und dadurch so ein bisschen wie Dr. Manhattan eher. Das ist ja völlig, und wieder im Anzug, es ist unfassbar, ey. Der ist so auf diese Rolle abonniert, ja. Ja, ey, selbst in Star Wars hat er zwar einen Umhang, aber sein Kostüm wirkt trotzdem wie ein Maßanzug, ey. Also, ich glaube doch, den merke ich mir jetzt vor. Esposito, herrlich, herrlich weird aus. Wie heißt er jetzt? Motherfucker? Mutterfuckers. Ja, also, Mutterfuckers. Mutterfuckers. M-U-T-A-F-U-K-A-Z. Aber irgendwas sagt, teilweise dass, auch dass Lukas kurz, Bock auf den hat. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, das sieht wahnsinnig witzig aus. Wie lange hat es gedauert, bis du in den Film reingekommen bist? Weil bei Dorohedoro hatte ich das Problem, ich musste da, also ich habe erstmal die erste Hälfte von der ersten Folge angeguckt und habe dann gedacht so, oh fuck. Und dann haben wir den später nochmal angefangen und dann waren wir aber sowas von drin, dass wir das Ding durchgezogen haben. Deswegen sieht so nach dem gleichen Fall aus. Ich war da relativ schnell drin, vor allem weil hier das Pacing schneller ist als eben bei einer Serie wie Dorohedoro. Der geht knapp 90 Minuten. Okay, nice. Es ist wirklich sehr kurzweilig. Vielleicht der kurzweiligste Film von denen, die wir hier vorgestellt haben. Ja, in jedem Fall. Nochmal ein guter Abschluss, wenn man sich die ganzen ernsten Erwachsenenfilme vom Anfang angeguckt hat. Ja, schönen Bogen eigentlich gefunden. Wenn dein Kopf eh schon Matsche ist, dann guck den Motherfuckers an zum Abschluss. Ja, ihr guckt am besten einfach Sadness of Belladonna, Akira, Paprika und dann seid ihr so durchgekaut, dass ihr das Ding hier wahrscheinlich zum Meisterwerk ausrichtet. Ja. Ist auch mal eine nette Abwechslung, weil oft war es bisher immer so, dass der letzte Film, der besprochen wurde, ist immer ein verdammt deprimierender, ernster Film war. Das ist einfach mal ein guter Kontrast. Ja. Weil wir es nach der Jahreszahl geordnet haben. Hätten wir ja, jetzt abwechselnd gemacht, wäre der vielleicht so in der Mitte gelandet. Ja, das stimmt. Ja, perfekter Abschluss. Ja, das war eine gute Idee im Endeffekt. Ja. Jo, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, ne? Ja, gerne. War echt eine total schöne Runde, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf den Miyazaki-Cast. Ja. Ja, es wird, glaube ich, wirklich fast ein halber Miyazaki-Podcast, weil halt Miyazaki zwei Drittel von Ghibli ausmacht, mindestens. Ja, ja. Ja, der ist das ja auch sehr akribisch, was die Charaktere angeht, die in seinen Filmen präsentiert werden. Also da hat er ja schon mega den Finger drauf. Ja. Ja, ansonsten vielen Dank für die Einladung zur Weltreise. Von mir auch, vielen Dank. Würde mich freuen, wenn man das hier vielleicht nochmal mit, wie gesagt, mit Ghibli fortsetzen könnte. Ja. Ansonsten auch schönen Gruß an den Paul, an euch beide mit dem schönen Projekt, das ihr uns eingeladen habt. Gerne wieder. Ja, das kann ich so zurückgeben. Danke für die Einladung. Ja, ich kann mich da nur anschließen, genau. Sehr gerne. Ich bedanke mich natürlich auch, dass ihr dabei wart und dass ihr euren Input hier gegeben habt, weil ich finde, wir haben wirklich eine sehr schöne Auswahl heute gehabt und ich glaube tatsächlich, dass es wahnsinnig viele Geheimtipps jetzt dabei waren. Mhm. Und genau, da hoffe ich dann natürlich auch an die Zuschauer, dass die hier den ein oder anderen neuen Film für ihre Watchliste gefunden haben. Und genau, bedanke mich natürlich auch und generell im Namen des Telestammtisches fürs Zuhören. Und ihr könnt euch auf den Studio Ghibli-Cast freuen und auf andere schöne Länder, die danach noch kommen werden. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden und an allen Zuhörenden, wünsche noch einen wunderschönen Tag und übergebe dann das Schlusswort meinen Gästen. Kurz und bündig, ciao, ciao von meiner Seite. Von mir auch, tschüss, es war mir ein Fest. Auf Wiederhören.
Ciao, es war wirklich ein Fest, das Ganze schon allein wieder zu recherchieren. Danke dafür. Tschüssi. Ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.